Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel gerade Ton hat. Ich höre nichts. Ja, wahrscheinlich genauso wenig. Egal, machen wir einfach weiter. Wir beenden das Spiel heute. Und ich weiß auch nicht, ob ich danach noch was Neues anfange. Aber wir beenden das hier und jetzt. Ah, irgendwo aus der Ferne dringt das Geräusch des Piepers zu mir. Ah, da ist Ton. Ich habe Ton gefunden. Es wird lauter. Mit einem Mal bemerke ich, dass ich wohl bewusstlos war. Als der Pieper. Achso, war nur Hummel. Als der Pieper verstummt, erwache ich vollends. Ich muss versuchen, mich zu orientieren. Ach, stimmt ja, da hat er aufs Maul gekriegt. Stimmt, da war was. Das da unter mir fühlt sich kalt und staubig an. Ich liege auf dem Boden. Mein Körper ist unendlich schwer, mein Hals kratzt. Vorsichtig öffne ich meine tränenden Augen. Irgendwo in der Dunkelheit scheint ein schwaches Licht. Als ich in Richtung des Lichts blicke, spüre ich einen jähen Schmerz in den Augen. Reflexartig schließe ich sie wieder. Was ist nur los mit mir? Hallo Cora, du bist Erster, Glückwunsch. Betäubungsspray. Heißt das nicht eher drehen? Wie heißt das? Pfefferspray? Ist das nicht eher Pfefferspray? Jetzt wird mir alles klar, als ich mich umdrehte. Endlich mal wieder. Ja gut. Ich fange heute aber auch sehr spät an. Ich hatte ein bisschen was zu tun. Aber naja. Muss mir jemand eine Ladung direkt ins Gesicht verpasst haben. You don't say. Wer verdammt nochmal war das? Ich nicht. Ich versuche aufzustehen und erlebe dabei gleich die nächste Überraschung. Meine Hände und Füße sind gefesselt. Cool. Alles gut bei euch? Ja, soweit schon. Soweit schon. Und bei dir? Mist. Da hat mich wohl jemand so richtig überwältigt. Sagt Tony, der Drecksack, wetten? Mehrmals versuche ich, meine Augen zu öffnen, doch der Schmerz ist einfach zu groß. Reiß dich zusammen, Hyde. Als mein Augenlicht zurückkehrt, sehe ich mich im Zimmer um, so gut es geht. Das Licht, das dort scheint, ist das meiner Taschenlampe, die auf dem Boden liegt. Wenn deine Hände und Füße gefesselt sind, dann dürftest du aber nicht so auf dem Boden hocken können. Ich meine ja nur. Ja, bin den ganzen Tag nur rumgelegen. Ja, gut. Kenne ich aber auch. Und was mache ich jetzt? Mal sehen, ob ich mich so bewegen kann. Oh Gott. Jo. Ich kann mich kaum bewegen, aber irgendwie wird es schon gehen. Es muss. Oh Gott. Oh Gott. Geht das vielleicht langsamer? Jetzt sag mal, Kyle, geht das vielleicht noch ein bisschen langsamer? Es wäre. Au. Mit den Füßen bringe ich den Tisch zum Wanken, auf dem die Blumenvase steht. Die Vase hat sich gerade bewegt, oder? Ich stoße kräftig gegen den Tisch, auf dem die Vase steht. Sie hat sich bewegt. Nur noch ein kleines Stück. Ups. Bra. Bra. Okay. Kläre. Geschafft. War ja hoffentlich nicht antik oder so. Wow, Kyle. Die Scherben der Vase sind über den Fußboden verstreut. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich strecke meine Finger aus und greife nach einer Scherbe. Und jetzt? Es gelingt mir schließlich, meine Fessel mit der Scherbe zu durchtrennen. Ich glaube, ich hab's. Endlich, meine Hände sind jetzt frei. Meine Handgelenke schmerzen, aber die Fußfessel löse ich nun mit Leichtigkeit. So, das wäre geschafft. Aber wer macht sowas? Und was ist mit Tony? Erst einmal sollte ich aus diesem Zimmer verschwinden. Tony wurde umgelegt.
Hat man den Punkt schon immer gesehen? Du bist aber ganz schön fit dafür, dass du eigentlich gerade Betäubungsspray in die Fresse gekriegt hast. Die Tür scheint von außen blockiert zu sein. Ritt sie ein, Mann! Was soll denn das? Mist. Eingesperrt hat man mich auch noch. Aber ich komme hier raus. Neue Scherben holen und... Hallo, Internet? Geht's noch? Habe ich nach deiner Meinung gefragt, Internet? Mein Gott. Ich glaube, an die Tür doch nichts passiert. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Die Tür scheint von außen blockiert zu sein. So geht die nicht auf. Ich muss wohl Gewalt anwenden. Tritt dagegen. Hat man euch bei der Polizei eigentlich gar nichts beigebracht? Wirklich gar nichts? Hier stehen ein paar alte, abgewetzte Stühle. Die braucht bestimmt keine mehr. Und wenn schon. Wenn ich mit einem die Tür. Eigentlich keine schlechte Idee. Du hast jetzt echt einen Stuhl in deine Tasche gepackt? Von dir? Ja, er hat erst einen Hocker und jetzt einen scheiß Stuhl. Du willst mich doch verarschen. Wie geht sowas? Wenn du mir jetzt erzählst, das funktioniert mit diesem gebrechlichen, schimmligen Stuhl, ne? Da guck, Inventar. Stuhl. Schlichter Stuhl, den ich in Zimmer 406 gefunden habe. Dann wollen wir mal sehen, ob dieser Stuhl Türen öffnen kann. Du willst mich jetzt verarschen? Ist das ein Rätsel? Oh no, oder? Piu. Lol. Er hat den Klappstuhl ausgegraben. Wie passt ein Fahrrad in den Rucksack? Es ist ein Klapprad. Ein Klapprad passt in einen Rucksack. Ich habe nur keine Ahnung, ob Klappräder wirklich existieren. Okay. Einfach mal den Stuhl durch die Tür geworfen. Geschafft. Manchmal geht es eben nur auf die harte Tour. Und es hat keine gehört. Kann ich mitleben. Da nichts wie raus hier. Ich greife durch das Loch in der Tür und löse das Seil, mit dem sie versperrt war. Junge, das nächste Mal hol dir bitte eine Axt und mach's wie der Typ in Shining, okay? Danke. Was ist das denn? Da liegt ein Türschild auf dem Boden, gleich neben den Splittern der Tür. Manager. Mal sehen. Neben dem Türschild von Zimmer 406 liegt ein Splitter mit einer Aufschrift. Manager steht da. Zimmer 406 war also das Büro des Managers. Das ist nicht uninteressant. Ja, doch, für mich schon. Gut, kann ich bitte gehen? Tony! Okay, Tony, lebst du noch? Hey, das ist doch... Tony! Tony! Tony, alles klar? Tony, sag doch was. Der sieht eher aus, als hätte er gesoffen und wäre umgefallen. Bra, alles gut. Tony, hörst du mich? Ah, halt, bist du das? Nein. Tony, sieh mich an. Ah, meine Augen tun mir weh und mein Hals erst. Hast du gesehen, wer dich angegriffen hat? Keine Ahnung, Mann. Ich war beim Aufzug. Mit einem Mal war da etwas vor meinen Augen. Ich muss sofort das Bewusstsein verloren haben. Ich denke, das war ein Betäubungsspray. Ich bin mir jetzt sicher, es gibt nicht immer Betäubungsspray. Du meinst, ich habe nur geschlafen? Dafür tut es aber verdammt weh, Mann. Das sind die Nebenwirkungen. Reiß dich zusammen, Tony. Das hört gleich wieder auf. Verdammt, Hyde. Hast du denn gar kein Mitgefühl? Nein. Grab das Kriegsbeil aus. Wir haben keins. Was könnte man noch ausgraben? Wir hatten noch einen Klappstuhl. Grab den Klappstuhl aus. Mich hat's auch erwischt, Tony. Auch ich habe das Zeug ins Gesicht bekommen. Was? Du auch? Was ist denn passiert? Als du weggegangen warst, hat man mich überwältigt und gefesselt. Und mich dann in Zimmer 406 eingesperrt. Was?
Ich habe mich befreien können. Dann habe ich die Tür eingeschlagen und dich gefunden. Cool, Mann. Ganz wie im Fernsehen, was? Nein, im Fernsehen benutzen die ihre Füße und keine Stühle, die sie in ihre Hosentasche stecken. Was machen deine Augen, Tony? Und dein Hals? Eigentlich geht es mir schon wieder ziemlich gut. Nein, es geht schon wieder. Dann ist es ja gut. Hast du eine Ahnung, wer uns hier überwältigt haben könnte? Wahrscheinlich jemand, der nicht will, dass wir den Scarlet Star finden. Und wer ist das? Gute Frage. Tony, jetzt habe ich noch eine weitere Bitte an dich. Schon klar, Mann. Wir werden herausfinden, wer uns das angetan hat. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen, das verspreche ich dir. Oh ja, das wird er. Ach so. Was war denn eigentlich mit dem Tresor? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gründlich untersucht, er ist doch verschlossen. Da sollten wir ihn gleich öffnen, oder? Ich würde mich erstmal da verpissen. Hallo? Und die Polizei rufen? Ach nee, warte. Da haben wir einen Ex-Cop da. Das Brecheisen habe ich dabei. Ja, das Brecheisen. Das ist so dumm. Diese Situation ist gerade so dumm. Tony wird überwältigt. Mit Betäubungsspray in Anführungszeichen ausgenockt. Und das Brecheisen liegt neben ihm. Hallo? Brecheisen vielleicht mitnehmen? Wo hast du es denn? Das muss hier irgendwo runtergefallen sein. Meinst du das hier? Wo hat er überhaupt ein Brecheisen her? Das ist es. Legen wir los? Klar doch. Ich würde mich trotzdem erstmal verpissen und die Polizei rufen. Mein Avatar spielt heute schon wieder, aber YOLO. Interessiert keinen. Mann, das gibt's ja nicht. Da hast du ganze Arbeit geleistet. Hey, das wird doch eh abgerissen, oder? Kinderspiel. Was gibt's da zu lachen? Ach, das passt einfach zu dir. Was sagst du da, Tony? Immer noch besser als du, wenn du mal wieder betrunken am Randalieren bist, oder? Und dein Zynismus hat dich auch noch nicht verlassen, was? Genug geredet, auf geht's. Ja. Nope. Da, Tresor. Jetzt werden wir endlich den Klunker zu sehen bekommen. Der ist da mit Sicherheit nicht mal drin. Komm schon, Hyde, mach das Ding endlich auf. Ich meine ganz ehrlich, der ist seit 25 Jahren verschollen. Ist ja nicht so, als hätte man den seit 25 Jahren gesucht. Als ob der da in dem Tresor liegt. Kommt schon. Macht null Sinn. 0,0. So. Brecheisen. Da, mach das Ding auf. Versuchen wir es mal. Ach komm schon, das ist auch ein Rätsel. Auf mein Zeichen, halt. Du musst auf mein Zeichen mit voller Kraft drücken, klar? Das Timing ist alles. Woher weißt du das? 1, 2, 3. Mann, halt. Du musst das Timing auf mich abstimmen, klar? Also nochmal von vorne. Okay. Okay. Geschafft. Nicht zu fassen. Lass uns gleich mal sehen, was da drin ist. Jedenfalls kein Edelstein. Hier steht ein alter Tresor. Bla bla bla. Noch ein Mini-Tresor drin. Nein, wie putzig. Und? Einen Moment, ich sehe nach. Bin echt gespannt, was da drin ist. Ich habe hier etwas, eine kleine rechteckige Schachtel. Was, eine Schachtel? Mach sie mal auf. Und, hast du den Stein? Nein. Nein? Gut. Hey, Moment mal, was hast du da eben gesagt? Die Schachtel ist leer. Das kann doch nicht. Sieht aber ganz so aus, Tony. Wo ist dieser Scarlet Star dann? Keine Ahnung, hier ist er jedenfalls nicht. Jetzt haben wir den Tresor schon extra geknackt. Na, geknackt würde ich das nicht nennen. Pech gehabt, was? Aber sieh mal da halt. Die Tür des Tresors. Was?
Sieh mal, wie dick die ist. Wir haben sie dennoch aufbekommen. Die Tür ist dick. Ja, die hat zu viel gefressen. Ach, und alles war umsonst. Naja. Moment, stopp. Was hat er gesagt? Auf dem Boden liegt eine Tür des Ressorts. Oh. Die Tür ist dick und auf der Innenseite schon angerostet. Da ist ja ein Spalt in der Innenwand der Tür. Vielleicht. Was machst du denn, Mann? Sieht ganz so aus, als ließe sich das hier entfernen. Ja, wirklich? Ich stecke das Brecheisen in den Spalt und drücke es nach unten. Geschafft. Oh. Bücher. Was ist das denn? Hast du was gefunden? Pony, da war etwas in der Tür versteckt. Ein Notizbuch. Was? Nur ein Notizbuch? Schon wieder ein Fehlschlag. Vielleicht auch nicht, Tony. Dank dir habe ich vielleicht etwas Interessantes gefunden. Ja? Was ist das denn für ein Notizbuch? Das sollte das Tagebuch des Managers vom Hotel Cape Rest sein. Das Tagebuch des Managers? Was aktuell schlimm ist, ich habe aktuell kein Game, das bockt, beziehungsweise auf das ich Bock habe. Oh, das kenne ich aber auch. Ich habe auch so Tage, da habe ich absolut Bock auf gar nichts. Da habe ich null, wirklich null Bock auf irgendwas. Ich kenne das sehr gut. Das Tagebuch des Managers? Genau. Dieses Tagebuch gehörte wohl Michael McGrath. Und er wusste, was mit dem Scarlet Star geschehen ist. Was sagst du da? Ich nehme Michaels Tagebuch an mich. Was steht da drin? Ich öffne das Tagebuch und beginne, die ersten Seiten zu lesen. 17. Dezember 1667. 1967, Entschuldigung. Ich komme gerade von Katies Beerdigung. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich dich nie wieder wiedersehe, Liebes. Warum musste sie dich nur umbringen? Mein Herz ist voller Schmerz, voller Reue und Selbstvorwürfen. Katie, ich ahne, was passiert ist. Und irgendwo zwischen den Dingen, die ich bereue, liegt der Grund für deinen Tod. Alles hängt mit dir in der Nacht vor 12 Jahren zusammen. Aua. Sekunde, ich habe gerade Zahnschmerzen. Out. Okay. Hätte ich diesen Einbrecher, der in mein Büro eindrang, doch niemals erschossen. Er ließ den Scarlet Star auf den Boden fallen. Und ich nahm ihn an mich. Hätte ich das nicht getan, was hätte alles vermieden werden können? Okay, du hast den Mörder von deinem Vater gefunden. 2 Tage lang versteckte ich die Leiche in der Kühltruhe. Mike und Peter halfen mir, sie auf einem Parkplatz in Downtown zu entsorgen. Mein Büro war blutbesudelt, ich ließ es zum Gästezimmer umbauen. Vermietet wurde es allerdings nie. Niemand sollte dieses Zimmer je wieder betreten. Seit jenem Tag hatte ich keine ruhige Minute mehr. Als das Hotel schloss, wollte ich mit Condor brechen. George aber sagte zu mir, wenn du das tust, kenne ich dich nicht mehr. Das mag dir egal sein, aber eines solltest du bedenken. Es gibt Dinge, die man Freunden durchgehen lässt, nicht aber Fremden. George war alles andere als dumm. Er wusste, was ich getan hatte. Der Scarlet Star sollte mein Grundstock für ein Leben in der Legalität sein. Ich ahnte, dass George mich auf irgendeine Weise bestrafen würde. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass er mir meine Frau rauben würde. Mit dem Tod verlor der Scarlet Star jeglichen Sinn für mich. George aber nahm ohne jede Regung an deiner Beerdigung teil, als sei nichts gewesen. Jetzt, wo du tot bist, kenne ich nur noch ein Ziel im Leben. Ich werde George den Scarlet Star nicht zurückgeben. Und ich werde nicht zulassen, dass er mit dieser Tat einfach so davonkommt. Keine Angst, Katie. Ich weiß, was ich zu tun habe. Der Einbrecher, von dem Michael da schreibt. Das muss mein Vater sein. Mein Vater brach vor 25 Jahren in dieses Büro ein, um den Scarlet Star zu stehlen. Er wurde von Michael McGrath, dem Manager des Hotels, dabei überrascht. Und Michael McGrath hat ihn kaltblütig ermordet.
Hey, halt, was hast du denn? Tony. Ja, gut, jetzt hast du die Wahrheit mit deinem Vater erfahren. Spiel vorbei. Jetzt sag schon, Mann. Steht da etwas über diesen Skylords da? Nein, leider nicht. Schade. So, was machen wir jetzt, Mann? Lass uns gehen. Ja, ist wohl besser. Okay. Zusammen mit Tony verlasse ich Zimmer 406. Ah, tut das weh. Was hast du denn? Ich muss mir beim Sturz vorhin den Fuß verstaucht haben. Und der tut höllisch weh. Dann geh am besten schon mal vor, Tony. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Keine Angst, das wird schon. Ruh dich aus, ja. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. In Ordnung, halt. Tony macht sich auf den Weg zu seiner Wohnung. Der Pieper. Ja, du solltest vielleicht mal anrufen. Vielleicht sollte ich auch noch einmal zurückgehen. Ja, wäre schlau. Mein ja nur. Vielleicht war es Frank mit dem Betäubungsspray. Ich glaube jetzt nicht, dass die Petrus damit irgendwas zu tun hat. Mal sehen, was es gibt. Guten Tag, Firma Red Crown. Ich bin's, Rachel. Was ist passiert, Kyle? Ist was passiert, Kyle? Ich habe mehrmals versucht, dich zu erreichen. Hatte einen kleinen Unfall. Nicht weiter tragisch. Was? Ist nichts passiert, Rachel? Musst dir also keine Sorgen machen. Ist ja gut, aber warum rufst du an? Ed will mit dir sprechen. Ups. Halt, ich bin's. Ich habe noch etwas über diesen Frank Raver herausfinden können. Er hat vor 25 Jahren die Ermittlungen im Fall Condor geleitet. Das hat er mir auch schon erzählt. Ihm zufolge hat Hugh Speck damals dafür gesorgt, dass er abgezogen wurde. Ich habe keine Ahnung, warum das. Okay, gut. Das ist kein Schimpfwort. Oh Gott, ist kein Schimpfwort. Was zur Hölle? Oh Gott, sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Ja, den Klappstuhl. Der gefährliche Klappstuhl. Und hi, Stierchen. Schön, dass du reinschaust. Raver sucht jetzt noch einen Beweis für die Komplizenschaft zwischen Speck und Nile. Ach ja? Außerdem habe ich im vierten Stock das Tagebuch von Michael McGrath gefunden. Er gesteht darin, einen Einbrecher in sein Büro erschossen zu haben. Was sagst du da? Aber ich weiß noch mehr, Ed. Ich weiß, wer Katie McGrath vor 13 Jahren umgebracht hat. Es war George Petrus, der verstorbene Ehemann meiner Vermieterin. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet heute. Ja, danke. Ja, ich bin ziemlich weit gekommen. Allerdings habe ich kurz nicht aufgepasst. Vorhin hat man mir eine verpasst, Ed. Was war denn los? Jemand hat mir eine Ladung Betäubungsspray verpasst und mich gefesselt. Wirklich? Dafür klingst du aber schon wieder recht munter, was? Da habe ich auch gesagt, Ed. Habe ich auch gesagt. War halb so wild, Ed. Sieht so aus, als hätte jemand was dagegen, dass ich mich hier oben umsehe. Hast du eine Ahnung, wer dich angegriffen haben könnte? Ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja alle anderen aus dem Haus verjagt. Es können nur noch Frank sein. Es kann nur noch Frank Raver. Dieser Ex-Bulle da sein, dieser Rentner. Oder die Petrus sein. Aber der Petrus traue ich das nicht zu. Also kann es nur Frank gewesen sein. Oh ja, die habe ich. Und was hast du jetzt vor? Alter, was ist denn das jetzt schon wieder mit meinem Zahn? Der war doch den ganzen Tag ruhig. Einen Moment.
Ich werde dieser Person mal einen Besuch abstatten. Sieh dich vor, Hyde. Du kennst mich doch. Dann wollen wir uns mal ein wenig unterhalten. Es kann sein, dass ich nächste Woche zum Zahnarzt muss. Und zu wem soll ich jetzt gehen? Kyle? Hallo? Vielleicht doch Frank. Ich gehe mal zu Frank. Ich gehe mal zu Frank. Der wohnt, glaube ich, direkt über mir. Das müsste hier sein. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich die Komplettlösung holen muss. Mr. Hyde? Frank, ich muss mit Ihnen reden. Haben Sie etwa im vierten Stock herumgestöbert? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Internet, jetzt komm schon. Ich will nur noch dieses Kapitel spielen, dann hast du für den Rest des Abends deine Ruhe. Ich verspreche es dir, okay? Also sei stark. Sei stark. Kommen Sie hier rein. Ja, es ist tatsächlich Frank gewesen anscheinend. Das ist also Franks Wohnung. Okay. Gut. Ja, mal los. Frank, ich hoffe, wir sind zusammen mit Tony im vierten Stock. Warum haben Sie diesen Hippie denn mitgenommen? Zur Sicherheit. Wie meinen Sie das? Ich dachte, dass mir da oben vielleicht jemand in die Quere kommen könnte. Von wem reden Sie da? Von Ihnen, Frank? Was? Hören Sie. Jetzt habe ich wohl die Schwarze getroffen. Es ärgert mich, dass Sie und dieser langhaarige Gammler sich da umgesehen haben. So viel ist sicher. Ah ja. Warum ärgert Sie das denn, dass ich mich dort umgesehen habe? So heißt... Okay. Zuerst einmal ärgert mich, dass Sie ausgerechnet diesen Gammler mitgenommen haben. Der Kerl ist doch zu nichts zu gebrauchen. Da wären Sie besser alleine gegangen, halt. Jetzt hacken Sie mal nicht so ständig auf... Tony herum, ja? Außerdem geht es hier einen Dreck an, mit wem ich den vierten Stock absuche. Meinen Sie? Das ist doch nicht alles, Frank. Warum ärgert es Sie nur so, dass ich da oben war? Was fragen Sie? Ich war so oft da oben und habe alles abgesucht. Aber es gibt da etwas, das ich bisher noch nicht finden konnte. Was konnten Sie denn nicht finden, Frank? Etwas, das Sie ganz bestimmt nicht vor mir finden sollen. Meinen Sie vielleicht Michael McGraths Aufzeichnung? Genau die meine ich. Ich sagte Ihnen doch, dass ich verzweifelt nach Informationen suche, die Speck belasten. Vor 25 Jahren war ich dem Handel mit dem gestohlenen Juwelen in diesem Hotel auf der Spur. Um an Beweise zu gelangen, schreckte ich auf harten Methoden nicht zurück. Harte Methoden, sagen Sie? Natürlich, einer Bande wie Condor kommt man auf den normalen Dienstweg nicht bei. Und deshalb? Nicht so schnell, Frank. Hugh Speck hat sie also vor 25 Jahren von dem Fall abgezogen. Sie sagten mir, er hätte ihren Namen beschmutzt. Aber sagen Sie, was waren das für Methoden, die Sie da angewandt haben? Sie sagen doch, Chris sagten doch gerade selbst, dass Sie vor harten Methoden nicht zurückgeschreckt sind. Was haben Sie getan, Frank? Was ist denn plötzlich los mit Ihnen? Hatte Hugh Speck vielleicht recht, Sie vor dem Fall abzuziehen? Haben Sie am Ende wirklich den Bogen überspannt, Frank? Reden Sie keinen Quatsch. Hugh Speck hat meinen guten Namen mit Schmutz besudelt, das ist wahr. Und warum regen Sie sich dann so auf?
Könnte es vielleicht sein, dass dort im vierten Stock noch etwas anderes verborgen ist, als ein Hinweis auf Yuspecs Machenschaften? Was reden Sie denn da für einen Blödsinn? Es ist mir alles klar, Frank. Sie waren das also, der mich und Tony da oben angegriffen hat. Was? Hören Sie auf, den Dummen zu spielen. Sie haben mich und Tony mit Betäubungsspray angegriffen. Was sagen Sie da, Mr. Hyde? Sie wollten nicht, dass wir die Aufzeichnungen von Michael McGrath finden. Sie wollten nicht, dass wir die Details über Sie darin finden, was? Über mich steht da gar nichts drin, Hyde. Hören Sie endlich auf mit Ihren falschen Mutmaßungen. Sie sollten aufhören, mich anzulügen. Jetzt reicht's mir aber. Ich weiß nicht, was Sie da oben getrieben haben. Ich werde es aber sicher nicht zulassen, dass Sie mich hier verleumden. Sie verleumden? Wollen Sie sich wirklich weiter dumm stellen? Verdammt nochmal, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass ich Sie angegriffen habe? Ich werde ganz sicher einen finden. In diesem Zimmer. Was? Sie werden in diesem Zimmer ganz bestimmt nichts finden. Und ob ich etwas finde. Sie scheinen sich Ihrer Sache ja ganz sicher zu sein, Hyde. Also gut. Bitte sehr, dann sehen Sie sich eben hier um. Das werde ich tun. Da können Sie Gift draufnehmen. Okay. Machen wir gleich. Ich soll erstmal hydraten. Vielleicht beruhigt sich dann auch der Zahn ein bisschen. Finde ich seltsam. Speichern. Speichern auch mal. Muss auch mal sein. Speichern, speichern, speichern. Da, 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 da. Okay, gut. Ja, wie machen wir das jetzt? Was suchen wir jetzt eigentlich? Halt, kannst du mir mal sagen, was du hier drin eigentlich finden willst? Please. Bücherregal stehen dicke Aktenordner. Bücherregal ist ein Schrankelement. Die Tür ist abgeschlossen. Auffällig. Sass. Die Tür ist abgeschlossen. Einfacher Schreibtisch. Okay. Oh, der Strick. Da sieh mal einer an. So einem Strick bin ich gefesselt worden. Frank? Ach du Scheiße. Was denn? Ich habe gefunden, was ich suchte. Dies ist der Beweis dafür, dass sie mich angegriffen haben. Was sagen sie da? Sehen sie doch selbst. Das ist doch noch lange kein Beweis. Du Depp. Dieser Strick hier. Und was ist damit? Man hat mich da oben mit Betäubungsspray angegriffen und danach gefesselt. Und zwar mit eben dieser Art von Strick. Was? Das beweist, dass sie dahinter stecken. Damit liegen sie völlig daneben halt. Wofür brauchen Sie diesen Strick denn? Zum Umziehen natürlich. Wozu denn sonst? Zum Umziehen, sagen Sie. Das liegt doch auf der Hand. Miss Patrice hat diese Stricke letzte Woche an die Bewohner des Hauses verteilt. Sie sagte, wir könnten sie vielleicht für den Umzug gebrauchen. Ich bin ganz gewiss nicht der Einzige, der so einen Strick bekommen hat. Was zum... Haben Sie etwa keinen Strick erhalten, Mr. Hyde? Ich war Anfang letzter Woche auf Geschäftsreise. Dann haben sie das wohl verpasst, was? Dann hätte sie es aber in den Briefkasten werfen können. Aber das ist kein Grund, andere einfach so zu verdächtigen. Wenn sie den Täter finden wollen, müssen sie schon etwas gründlicher sein. Gründlicher, sagen sie? Ist doch klar. Oder haben sie den Tatort etwas schon genau abgesucht?
Na, worauf warten Sie denn noch? Ich verlasse Franks Zimmer. Der Tatort, klar. Ich sollte mir Zimmer 406 noch einmal in Ruhe ansehen. Boah, Alter. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir Frank gerade auf den Sack geht. Mal sehen, ob ich hier einen Hinweis auf den Täter finde. Ein graues Haar auf dem Bett. Er ist hier vorne angegriffen worden, ne? Wird er etwa schon wieder angegriffen? Hi, ganz ehrlich, wie dumm bist du eigentlich? Was zum... Wer ist da? Ah, jetzt verstehe ich. Ah, das Spray in meine Augen. Ich... Ist schon wieder umgenockt. Was? Hä? Warst du zu langsam? Nee. Was zum Teufel? Ach nee, Moment. Ich lade mal ganz kurz. Was? Hurra, mach's besser. No shit, Sherlock. Mach's besser. Ach so, ja, okay, das mit dem Seil, okay. Nachbar hat abgesagt. Okay. Und? Muss ich hier erstmal ganz kurz. Achso, ja, gut, ist ja okay. Was soll ich denn da oben machen? Ja, wahrscheinlich hat er machen. You will rest in peace. Ups, da war ich ein bisschen vorschnell. Ja. Aber warte mal, der schickt mich da jetzt noch mal hoch. Hier, schick dich noch mal hoch. Ich meine, es ist schon ziemlich auffällig, dass der mich da jetzt noch mal hochschickt, von wegen Tatort absuchen und so weiter. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Eine Falle stellen. Ja, was soll ich da machen? Ja, jetzt denkt er, du bist allein. Wie besser machen? Hab das Game nicht mal. Ist mir wurscht, mach's besser. Wenn du mich schon auslachen musst, kannst du es auch besser machen. So. Hast du jetzt davon? Notfalls gucke ich nach, ganz ehrlich. Ich mache da jetzt auch nicht mehr länger herum. Das nervt. Irgendwas wollte ich jetzt.
bin aufgestanden, irgendwas wollte ich, was sie gegessen. Na komm schon. Diese Szenen nerven ein bisschen, die kann man auch nicht überspringen. Kann ich davor zu dem Dings was, sonst werde ich wieder ausgenockt. Weil Kyle zu dumm zum geradeaus scheißen ist. Was soll ich denn machen? Spiel, was willst du von mir? Ja, das ist wieder genau das. Wieder denselben Scheiß wie gerade eben. Was ist denn das für ein Rotz? Was soll ich denn hier machen? Ich kapier's nicht. Ich guck jetzt nach. Moment. Bla bla bla. Findet Tony. Ah, ich soll gar nicht zu Frank. Ich soll gar nicht zu Frank. Hätte man mir vielleicht auch mal sagen können, irgendeinen Hinweis oder irgendwas, sonst kriegt man auch für jeden Scheiß einen Hinweis. Ich muss aber auf jeden Fall den Spielstand so laden, also jetzt quasi hier erneut versuchen machen, weil ich darf nicht zu Frank. Ich muss nach dem Gespräch hier, weil es startet ja hier nach dem Gespräch. Alter, hör doch mal auf, Zahn. Ja, das ist schlecht. Durch die Tür höre ich die Stimme von Miss Patrick. Alter, Miss Patrick. Wer ist da? Kyle Hyde hier. Mr. Hyde, ich... Was erschrecken Sie denn so? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Da machen Sie schon auf. Ich muss Sie wirklich dringend etwas fragen. Es tut mir leid, ich möchte jetzt niemanden sehen. So, wollen Sie das? Haben Sie mich deswegen aus dem Weg geräumt? Mr. Hyde, was sagen Sie da? Ich weiß genau, was hier gespielt wird. Jetzt machen Sie schon endlich die verdammte Tür auf. Auf gar keinen Fall. Sie kommen mir nicht noch einmal in die Wohnung. Was? Ja, okay, ist gemacht. Hä? Weil dieser Patris. Hör doch mal auf. Du musst vielleicht auch nicht jedes Mal hier rumwandern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß genau, dass Sie das waren. Sie haben sich hier hineingeschlichen und meine Zimmer durchsucht. Was? Sie haben den Schlüssel gestohlen, Sie Schuft. Ich habe sofort geahnt, dass Sie etwas Schlechtes im Schilde führen. Ich war so töricht, Ihnen zu vertrauen. Ausgelöste Frames 300, das geht eigentlich. Liegestütze verrummelt, 10. Jetzt habe ich mir krass hingesetzt. Ja, Pech. Gehen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Mr. Hyde, was?
Crank. Kommen Sie etwa gerade von Miss Petrus? Ja. Haben Sie sie denn getroffen? Nicht wirklich. Mir ist wohl aufgefallen, dass ich in ihrer Wohnung war. Sie war ziemlich sauer. Ach ja? Was denn los? Miss Petrus hat mich vorhin angerufen und sich nach Ihnen erkundigt. Sie hatte Angst, dass Sie möglicherweise ein Handlanger von Niles sein könnten. Und zwar wegen des Schlüssels, den Sie mitgenommen haben. Sie sagte mir, dass Sie wohl die Bedeutung des Schlüssels kennen müssten. Na, nicht ganz. Okay. Liegestütze erledigt. Hören Sie? Ja. Ah ja. Warum hat Miss Petrus Sie denn nach mir gefragt? Sie weiß, dass ich früher einmal bei der Polizei war. Deshalb wird sie sich an mich gewendet haben. Das wollte ich nicht wissen, Frank. Was? Ich wollte wissen, warum sie sich nach mir erkundigt hat. Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Wow. Frank wäre gut bei Wo-Beweis. Wo-Beweis? Gibt keinen. Habe ich Ihnen doch gerade gesagt, ey, Frank wäre gut bei Gamesünden. Sie dachte, dass Sie vielleicht zu Nei gehören, weil Sie den Schlüssel gestohlen haben. Das ist merkwürdig. Woher wusste Miss Petrus, dass gerade ich den Schlüssel habe? Haben Sie ihr vielleicht einen Tipp gegeben, Frank? Haben Sie ihr gesagt, dass ich in Ihrer Wohnung war? Reden Sie kein Käse, Hyde. Ich habe ihr gar nichts gesagt. Glaubst du doch wohl selber nicht? Paco! Shadow! Hallo, Shadow! Wie geht's dir? Wo es geht so? Oder, beziehungsweise, wie geht's euch? Was hat dieser Schlüssel denn für eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung, Hyde. Das sollten Sie doch besser wissen als ich. Immerhin waren Sie eben im vierten Stock. Haben Sie den Schlüssel denn nicht verwenden können? Ich bin noch nicht fertig da oben. Ich hatte gerade begonnen, als ich angegriffen wurde. Sie wurden angegriffen? Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Jemand hat mich betäubt, gefesselt und in einem der Zimmer da oben eingesperrt. Ich habe es geschafft, mich zu befreien, aber den Täter habe ich nicht erkannt. Wer würde denn so etwas tun? Jemand, der nicht möchte, dass ich mich im vierten Stock umsehe. Diese Person will um jeden Preis vermeiden, dass ihr Geheimnis enthüllt wird. Meinen Sie etwa... Gizzo lurkt, aber ist auch im Klo und wir sind gerade vom Einkaufen zurück. Hängen beide heute ein bisschen durch, aber sonst geht's, I guess. Ah, okay. Alles klar. Dann soll sie mal das stille Örtchen genießen. Meinen Sie etwa... Und euch gönne ich jetzt einen ruhigen, ruhigen Restabend. Einkaufen ist immer scheiße. Wir waren heute auch unterwegs. Oh ja. Ich hasse Muttertage, Feiertage, generell irgendwelche Tage und schieß mich tot. Die Stadt ist so vollgestopft. Alter, schlimm. Schlimm, einfach schlimm. Jetzt erstmal eine Runde Sushi. Ich hasse euch. Mit dem Spruch könnte ich euch gerade hassen. Ja, das meine ich. Diese Person hat mich überwältigt, da bin ich mir sicher. Wenn diese Person denkt, dass ich ein Handlanger von Nile bin, dann... Ja, so muss es sein. Verstehe. Aber ja, genau, was Rummel sagt. Lasst es euch schmecken. Sushi ist gut. Sushi ist lieber. So ein Schlamassel. Ich habe am Donnerstag eingekauft und weiß, warum ich es so tue. Was haben Sie denn? Ja, wir mussten ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Ein paar Sachen abgeben und ein paar Sachen holen und... Ja. Dann habe ich aber nicht alles bekommen. Und musste dann nachbestellen. Musste dann direkt
also dann nochmal woanders bestellen und hab mir ein paar Sachen bestellt und ja, alles ein bisschen kompliziert. Hatte ich letztes Wochenende Sushi. Ah, ich hasse euch alle. Ich habe einen Fehler gemacht, Mr. Hyde. Was meinen Sie, Prank? Als Sie mir davon erzählten, dass Sie mit dem Sohn von Michael McRuss gesprochen hatten, dass er Sie gebeten habe, den Skullstar für ihn zu finden, mir kamen in dem Augenblick sofort die Aufzeichnungen in den Sinn. Ich fasste den Plan, an diese Notizen zu gelangen, indem ich sie benutze. Sie wissen ja, wie wichtig mir diese Papiere sind. Allerdings ist es wohl meine Schuld, dass Miss Patrice sie jetzt angegriffen hat. Ich hätte sie da nicht mit hineinziehen sollen, Hyde. Was? Es war doch die Patrice? Okay. Frank, wir sollten uns jetzt nicht missverstehen. Was meinen Sie? Sie haben mich in gar nichts hineingezogen, Frank. Ich habe auf eigene Faust begonnen, die Vergangenheit dieses Hauses zu untersuchen. Ich muss wissen, was damals vor 25 Jahren wirklich passiert ist. Vor 25 Jahren? Haben Sie es etwa nicht auf den Scarlet Star abgesehen? Natürlich suche ich den auch. Aber nur, um herauszufinden, was damals passiert ist. Es geht mir nicht um den Stein. Was genau interessiert Sie denn, Mr. Hyde? Ich will die Wahrheit über den Safe-Knacker wissen, der vor 25 Jahren hier ermordet wurde. Was? Was haben Sie denn? Nein, es ist nichts. Lüge. Verdammt nochmal, Sie sahen mir aber eben ganz anders aus. Wenn Sie etwas darüber wissen, sollten Sie es mir sagen. Entschuldigen Sie, Mr. Hyde, ich fühle mich nicht wohl. Ich gehe wohl besser. Laufen Sie nicht davon. Ich laufe nicht davon. Internet? Ruhe. Es war Patricia in der Bücherei mit dem Bügeleisen. Mit? Wenn Sie etwas über den Vorfall wissen möchten, dann kommen Sie später zu mir. Frank dreht sich um und steigt die Treppe empor. Der wurde ganz bleich, als ich ihm von meinem Vater erzählte. Irgendetwas weiß dieser Kerl über den Tod meines Vaters. Cluedo und so? Ich habe Cluedo nie gespielt. Und ich werde es aus ihm herausbekommen. Jetzt? Ja, ich habe Cluedo nicht gespielt. Sorry. I'm so sorry. Mach dein Scheißloch auf. Mr. Hyde. Erzählen Sie mir, was Sie über den Vorfall wissen. Ist gut. Kommen Sie doch herein. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine komplette Lösung benutzen muss, weil ich nicht will, was der von mir kapiert. Weil ich nicht kapiere, was der von mir will. Schade. Bing, bing. Eine echte Junggesellenbude, nur etwas sauberer als bei mir. Schande, achso, Schande. Ja, wir sind alle Schande. Ist okay, kann ich mitleben. Oh, meine Tastatur geht kaputt. Möchten Sie etwas trinken? Alter. Beruhig dich bitte.
Ja, also der Upload spinnt zumindest gerade extrem rum. Schwartaste mal. Ja, geht grad gar nichts. Die haben mich echt AFK gemeldet? Nein. Alter, entweder du kriegst dich jetzt mal wieder ein. Oder ich fick dich kaputt, ganz ehrlich. Also das Internet. Okay, gerade hat sich's wieder gefangen, so wie es aussieht. Es tut mir leid, ohne Scheiß. Ich weiß auch nicht, was das heute ist. Ich mache gerade nochmal einen neuen Speedtest, nur zur Sicherheit. Ja, die Hälfte an Mbit habe ich. Die Hälfte an Mbit habe ich wieder. Alles gut, sollte jetzt wenigstens halbwegs laufen. Recht, ja, zu Filme gucken, Vodafone-Mitarbeiter. Ja, ja, alles gut. Jetzt habe ich halt über 8000 ausgelassene Frames. Leute, es tut mir leid. Egal. Möchten Sie etwas trinken? Mit dir muss ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Rummel. Ja. Danke, ich bin kein Gast. Eigentlich will ich nur selbst was trinken. Sie werden mir doch Gesellschaft leisten. Dann können wir jetzt bitte endlich das Spiel beenden. Frank geht zur Küchenzeile. Ich habe mir frischen Kaffee aus dem Café unten besorgt. Trinken Sie ihn schwarz? Ja, bitte. Woran hat Ed gelegen? Ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat. Wahrscheinlich hat der Praktikant gerade in kurzem Moment auf der Leitung gestanden. Vom WLAN-Kabel wieder runter? Ja, genau. Vom WLAN-Kabel runtergehen. Warten Sie einen Moment. Ich koche uns einen leckeren Kaffee. I don't need a Kaffee.
Nein, Internet, jetzt komm schon, bitte. Danke. Ein Familienbild. So, da werden wir. Frank stellt zwei Tassen auf den Tisch. Riecht gut, ihr Kaffee. Das höre ich gerne. Ich trinke heute zum ersten Mal in Gesellschaft Kaffee, seit ich hier wohne. Daumen drücken, dass es hält. Sachen, die man als Vodafone-Kunden nicht kennt. Upload. Ja. 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 Ja, es reicht doch zu Filme gucken. Ich würde dann erstmal sagen, Brudi, Upload ist ein bisschen was anderes. Upload brauche ich, um Dinge hochzuladen. Der Upload ist für mich Überleben, ist für mich Lebensgrundlage. Benutzt man in Streams, weil das hochgeladen werden muss. Zum Filme gucken brauche ich den Download, weil das runtergeladen wird. Down und Upload, ne? Otto. Ottos Englischkurs. Neulich einen Post gesehen in USA. Download 1,6K und Upload mit 2,2K. Oha. Oha. Idee. Wir wandern alle aus. Ich zitiere nur einen Vodafone-Mitarbeiter, mit dem ich telefoniert hatte. Alles gut. Ich hatte es aber schon öfter gehört, dass es wohl solche Mitarbeiter gibt, die zu doof sind, Upload und Download auseinanderzuhalten. Beziehungsweise das für selber halten. Kommt Ihre Familie Sie denn nicht hin und wieder besuchen? Meine Frau ist nach langer Krankheit vor 10 Jahren gestorben. Ich habe 2 Kinder, aber die habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber bitte auswandern nach Kanada. Wieso denn nach Kanada? Ich will nicht andauernd ins Gesicht gefotzt bekommen. Wissen Ihre Kinder denn von Ihrem Racheplan? Wissen Sie, dass Sie hier sind, um U-Spec festzunageln? Natürlich habe ich meiner Familie nichts davon erzählt. Besseres USA und weniger Waffen. Ja gut, das ist ein Argument. Also das mit den Waffen ist wirklich ein Argument. Und warum nicht? Ist doch nicht alleine Ihr Problem, oder? Kanada ist schön und Amis sind mir zu transfeindlich. Sind aber nicht alle Amis so. Sind nicht alle Amis so. Es gibt auch welche, die sind im 21. Jahrhundert angekommen, okay? Nicht viele, aber ich kenne welche. Nicht alle, aber die Gesetze im Moment sind echt heavy. Ja gut, mit den Gesetzen da drüben kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass es irgendwo verboten ist, dass Elche auf der Straße vögeln dürfen. Also oder außer San Francisco. Was? Oder irgendwo verboten ist, Wale zu jagen, obwohl kein grüne Küste besteht. Das weiß ich. Also so richtig unnötige Gesetze. Das verstehst du nicht. In ihrer Raumwahl Zukunft ist genau das, wo es verboten ist, Wale zu jagen, später was. Okay. Die sind nur schon ein bisschen weiter. Ja, okay. San Fran ist quasi die schwulste Stadt der USA, also quasi wie hier Köln. Okay. Also ist San Francisco das amerikanische Köln. Ist doch nicht alleine ihr Problem, oder? Ich meine, das muss doch auch für ihre Familie hart gewesen sein. Als sie so plötzlich abgesägt wurden, meine ich. Seien sie nicht so altklug, die jungen Spund. San Francisco ist quasi die gute Seite. Aha. Okay, ja, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, dass ein Kumpel von mir mal Urlaub in Miami gemacht hat und gemeint hatte, dass Block Butter $5 gekostet hat. Wenn ich ihr Sohn wäre, dann würde ich ihnen alle, würde ich ihnen was erzählen. Das wollte ich ja eigentlich nur gesagt haben. Sie haben ja keine Ahnung halt. Wenn ich hier ganz alleine meinen Ermittlungen zum Fall nachgehe. Ja, jo, das wäre dann aber auch 3 Kilo, oder? Nö, er meinte, das wäre so das, was du bei uns auch im Laden kaufen kannst. So ein kleiner Block Butter. Irgendwie $5 oder so. Dann geht es nicht nur darum, meinen Namen reinzuwaschen.
Yusbek hat mich damals nicht einfach nur abgesägt. Eine der Personen, die in diese Geschichte verwickelt war, verlor ihr Leben dabei. Von wem reden Sie? Von dem Safe-Knacker, der Sie so zu interessieren scheint. Oh no. Sein Vater war ein verdeckter... Oh no. Gute Kerrygold kostet ja auch gerne mal 4 Euro. Ganz ehrlich, also... Ich will jetzt niemanden beleidigen, ne? Aber wer sich Kerrygold kauft, hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist... Wer bezahlt schon 4 Euro für fucking scheiß Butter? Geht zum Penny, bezahle ich 1,50. Und hab dasselbe. Also bis gerade eben warst du mir sympathisch. Ja, tut mir leid, aber ich sehe es halt nicht ein, Marken zu bezahlen, wenn ich im Grunde genommen das Gleiche bekomme. Wenn ich im Grunde genommen das Gleiche bekomme für 1,50 €. Ja, also ist wirklich nicht böse gemeint, aber nein, einfach nein. Ich bezahle gerade 4 Euro für scheiß Butter. Sieht so aus. Ich kaufe schon keine Cola. Ich kaufe schon keine Cola. Ich sag ja nicht, dass es keiner darf, ne? Aber es gibt schon, aber es ist schon. Ach. Nee, einfach nur nee. Wir kaufen die auch nur im Angebot. Ach, komm schon, Internet, Alter. Danke. Jetzt bleib mal eine Stunde stabil. Danke. Wir kaufen die auch nur im Angebot. Ja gut, okay, anders würde ich die auch nicht kaufen, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Gibt schon Unterschiede, gerade bei Butter würde ich so nicht sagen, Draco. Also ganz ehrlich, bei mir schmeckt alles gleich. Es ist egal, ob es ein Käse ist oder ob es eine Butter ist, ob es ein Mineralwasser ist, ob es ein Bier. Naja, gut, okay, bei Bier merkt man es vielleicht. Wobei, ich bin eh kein Biertrinker. ich schmecke da keinen Unterschied. Ich schmecke auch keinen Unterschied bei Bio-, Boden- und Käfighaltungseiern. Das ist mir alles scheißegal. Selbst die günstigste Butter hier ist besser als die Ami-Butter. Zumindest nicht pissgelb. Ja gut, Alkohol braucht man in Amerika, glaube ich, auch nicht trinken, weil das irgendwie, meine Mutter hat mir erzählt, das schmeckt irgendwie nach Spülwasser. Ich weiß nicht, ob sie da die Wahrheit gesagt hat. Ich habe noch nie amerikanisches Bier getrunken. Also so wirklich richtig aus Amerika. Habe ich noch nie getrunken. Das Einzige, was ich mal getrunken habe, war originale Dr. Pepper und die war eigentlich ziemlich lecker. Oder Root Beer, originales Root Beer, das war auch ziemlich gut. Aber süß wie Sau. Süß wie Sau, das Zeug. Naja, mehr als Wasser kann da nicht rauskommen. Hab Butter nur zum Anbraten. Ich hab das so, es gibt da so flüssig, so nur Flüssig-Rama-Zeug. Das ist jetzt zwar nicht von Rama, aber das ist so flüssig Pflanzencreme. Die benutze ich zum Anbraten, aber keine Butter. Ich meine Butter auch im Notfall, aber ich mag das irgendwie nicht mit Butter. Das ist, schmeckt mir nicht. Ich meine, im Notfall nehme ich es mal. Danke. Im Notfall nehme ich es mal, aber ich verzichte da nach Möglichkeit drauf. Ach, aber Shadow und ich haben die Kontrolle über unser Leben verloren. Hä? Wieso? Ich meine, ja, okay, ich habe sowieso die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich meine, hallo, ich lese Mangas, okay? Das erklärt, warum in ein was? Kura, ich verstehe den Satz nicht. Ja, ich habe, siehst du, ich habe Kontrolle über mein Leben verloren. Ich lese Mangas, die haben 200 Seiten und kosten teilweise 10 Euro. Ich hab da die Butter drauf. Dafür kommen sie aber auch nur jeden Monat, alle 2 bis 3 Monate mal raus. Ich halt alle 2 bis 3 Monate. Ja, jetzt ist das, gehen wir mal davon aus, 12 Euro. Für 12 Euro. So, jetzt kannst du dir jeden Monat eine Butter kaufen. Ist mir egal, ich lese lieber. Ich brauche keine Butter. Ja, andere essen lieber. Wer Lego zum Listenpreis kauft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Held der Steine. Auch Internet, jetzt hör doch mal auf. Meine Fresse. Amerika, in Bier, Piss, Wasser. Wer Bier, Piss, Wasser heißt, okay. Manga, Butter. Mahlzeit. Hallo, Foxy. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. So,
Internet, brav jetzt. Ich hab Leute da. Ich hab Leute da. Sei brav, okay? Sei brav. Sonst zieh ich dir den Stecker. Manga größer als Butter. Ja, ich hab meine Prioritäten geklärt. von dem Safe-Knacker, der sich so zu interessieren scheint. Achso, ja. Was sagen Sie da? Mr. Hyde, warum wissen Sie so viel über diesen Kerl? Haben Sie mit jemandem über ihn gesprochen? Klar doch. Wer hat Ihnen davon erzählt? Keine Ahnung. Will? Der Sohn von Michael McGrath hat mir von ihm erzählt. Schließlich ist der Kerl damals in das Büro seines Vaters eingebrochen. Hm, das stimmt. Frank, wollen Sie mir nicht endlich alles erzählen? Sie wissen doch etwas über diesen Safe-Knacker. Erzählen Sie mir, was Sie wissen, ja? Sie sagten es doch gerade. Sie haben doch gesagt, dass er in Ihrem Fall verwickelt war, oder? Verdammt nochmal. War er Ihr Informant? Nein, das war er nicht. So tief war er auch wieder nicht in den Fall verwickelt. Okay, gut. Nee, Informant war es nicht. Danke. Haben Sie ihn da eingeschleust? Ja, das habe ich. Kannten Sie ihn da bereits? Nein. Ein Informant hat mich damals mit Gregory in Verbindung gebracht. Gregory? Da hieß Chris und nicht Gregory. Ja, so hieß der Kerl. Natürlich war das nur sein Deckname. Ah, Gregory war ein bekannter Safe-Knacker, doch seine Weste war noch rein. Außerdem wusste er einiges über Condor. Also wenn das so weitergeht, ne? Werde ich mal kurz den Stream beenden und den Scheißstecker ziehen. Für mich war er der ideale Kandidat. Ich habe damals eine geheime Absprache mit ihm getroffen. Aber leider liefen die Dinge nicht wie geplant. Mein Plan, Condor auf die harte Tour dran zu kriegen, wurde durchkreuzt und zwar von niemand anderem als Hugh Speck. Hugh Speck kam ihnen also vor 25 Jahren in die Quere. Dieser Drecksack. Was hat er getan, Frank? Etwas, das kaum zu fassen ist. Brah. Gregory gekauft, den Plan an Condor verraten. Den Plan an Condor verraten? Das könnte durchaus sein. Oh ja, das hat er. Sehr schön. Und deshalb musste Gregory damals sterben. Als ich in jener Nacht auf Gregorys Zeichen wartete, da passierte jene Sache. Frank. Was denn? Ich hatte da noch eine Frage an Sie. Was wollen Sie denn wissen? Ich möchte wissen, was Sie damals vor 25 Jahren genau vorhatten. Was meinen Sie? Da habe ich Ihnen doch schon gesagt. Das, oder? Ich will die Wahrheit über den Tod des Safe-Knackers wissen, der im Hotel umkam. Ich bin mir sicher, dass Sie mir noch nicht alles erzählt haben. Wie frech, da wechselt man nur in die Mod-Ansicht. Weil der Stream neu geladen wird, kriege ich Werbung. Oh je, armes Rummel. In Ordnung, ich werde Ihre Fragen beantworten. Allerdings was? Ich kann nicht speichern. Aber danke. Wenn Sie wollen, dass ich die Wahrheit sage, müssen Sie sich schon anstrengen. Das ist genau das. Ich weiß nicht, was der Typ von mir will. Was soll denn das schon wieder heißen? Das verstehen Sie nicht, obwohl Sie mal bei den Cops waren. Wirklich schwach. BTW, man kann in der Mod-Ansicht Werbung kriegen. Ja, offensichtlich. Lacht in Brave. Shadow? Sie müssen mir die richtigen Fragen stellen. Das ist doch logisch. Und Sie sollten sich überlegen, in welcher Reihenfolge Sie Ihre Fragen stellen. Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Was willst du? Strengen Sie sich an, dann erfahren Sie auch alles, was Sie wissen wollen. Wenn Sie es aber vermasseln, ist unser Gespräch beendet.
Ich werde das ganz sicher nicht vermasseln. Nee, ich habe da auch keinen Bock drauf. So. Das ist genau das, was ich... Was will dieser alte Sack eigentlich von mir? Deswegen, fuck this shit. Ich gucke in der Lösung. So. It was at this moment that he knew he fucked up. Okay. Frank möchte, dass alle weiteren Fragen sorgfältig bedacht sind. Sie müssen in der richtigen Reihenfolge und logisch sein. Tut mir leid, check ich nicht. Du kannst mich mal spielen. Also, zweite Frage. So. Fangen wir also mit folgender Frage an. Was genau war denn Ihr Plan, um Condor dran zu kriegen? Gute Frage. Sie wissen ja, dass Condor uns damals regelrecht an der Nase herumführte. Ich fasste den Plan, sie direkt am Tatort zu erwischen. Nun wussten wir zwar nicht, welcher Juwelier als nächster überfallen würde, aber immerhin war auch das Hotel Cape West ein Tatort. Hier nämlich wurden die Steine zu Geld gemacht, hier wurde mit Diebesgut gehandelt. Von einer Quelle erfuhren wir, dass im Safe des Managers Edelsteine aufbewahrt wurden. Wenn wir an diese Edelsteine gelangen und sie als Diebesgut identifizieren könnten, dann hätten wir endlich etwas gegen Condor in der Hand. Das war mein Gedanke. Also haben sie einen Profi gesucht und sind auf Gregory gestoßen. Sollte er etwa die Steine aus dem Büro des Hotelmanagers stehlen? So ungefähr war der Plan. Er sollte den Safe öffnen und uns daraufhin ein Zeichen geben. Wir würden dann ins Büro vordringen und die Juwelen beschlagnahmen. Der Plan war eigentlich so gut wie perfekt. Was für ein Zeichen sollte Gregory ihnen denn geben? Ein Zeichen vom Fenster aus. Vom Fenster? Ja, dem Fenster des Büros. Gregory sollte den Safe öffnen und nachsehen, ob dort Steine gelagert würden. Im Erfolgsfall würde er uns vom Fenster aus ein Zeichen mit der Taschenlampe geben. Unten stand ein Team bereit, das nur auf sein Zeichen wartete. Wir würden das Hotel stürmen und dort die Beweise sichern. Allerdings lief das Ganze nicht nach Plan. Gregory wurde ermordet und wir drangen nicht in das Büro vor. Jetzt habe ich ein Problem, weil das ist nicht genau deklariert hier. Erste Auswahlmöglichkeit, zweite Frage. Da sind keine Fragen, sondern Fragen. Moment, ich muss mal ganz kurz eine andere Lösung suchen. Weil das ist mir ein bisschen zu kompliziert gerade. Mhm. Okay, Moment. Ach komm schon. Das war's nicht. Missionstipps. Okay. Hier, jetzt müsst ihr die Fragen in bestimmten Reihenfolge stellen, sonst bekommt ihr ein Game Over. Was genau war ihr Plan? Was ging schief? Okay. Also. Was ging schief? Oder? Warte. Was? Was genau war ihr Plan? Was ging schief? Was für eine Art Absprache? Was passierte damals? Ja, wahrscheinlich dann, warum lief es nicht nach Plan? Oder nicht? Beantworten Sie mir jetzt doch bitte folgende Frage. Warum ging Ihr Plan nicht auf? Was lief schief? Ich... Hat Gregory Ihnen etwa kein Zeichen gegeben? Doch, das hatte er. Allerdings was? Mr. Hyde, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Und wieso? Ich habe Gregory damals etwas versprochen. Hätte ich mein Versprechen gehalten, dann wäre er heute noch am Leben. Ich bereue diese Sache bis heute, jeden einzelnen Tag. Mehr kann ich nicht verraten, das müssen Sie verstehen. Ja doch. Sie sind dafür der falsche Ansprechpartner für das, was jetzt noch kommt. Mehr werde ich höchstens einer bestimmten Person sagen. Es geht nur einen Angehörigen Gregorys etwas an. Okay.
dann kommt als nächstes Artabsprache. So, okay. Was für eine Absprache haben Sie mit Gregory getroffen? Der Kerl wollte schon seit einer Weile aussteigen. Seine damaligen Partner waren jedoch weniger glücklich über dieses Vorhaben. Ich versprach ihm Hilfe, weil er mir diesen einen Gefallen tun würde. Wir würden ihm beim Ausstieg behilflich sein, ihm beim Untertauchen helfen. Außerdem würde er eine neue Identität erhalten, ein klassischer Deal. Ist Gregory denn gleich darauf angesprungen? Anfangs hat er an unserem Angebot gezweifelt. Aber wir haben es geschafft, ihn für uns zu gewinnen. Dafür haben wir ihm ein Zeichen unseres guten Willens gegeben. Wie das denn? Wir haben ihm den Schlüssel für ein neues Auto überreicht, als Anzahlung. Ah, daher der Schlüssel. Was haben Sie? Was ringen Sie sich denn so auf, Hyde? Das war gang und gäbe damals. Wir hatten da jemanden, der uns dieses Auto besorgen konnte. Okay, gut. Was passierte damals? Mr. Hyde, das geht Sie wirklich nichts an. Hören Sie, Frank. Wenn ein Angehöriger Gregorys hier im Raum wäre, würden Sie mir dann den Rest Ihrer Geschichte erzählen? Natürlich würde ich das. Aber das ist unmöglich. Vielleicht nicht. Was sagen Sie da? Ein Moment, Frank, ich bringe Ihnen einen Angehörigen. Was? Ach so, ich soll wahrscheinlich den Schlüssel holen. Den Schlüssel aus dem Dings. Ja gut, damit würde Kyle beweisen, dass er Gregory zumindest kennt. Reagierst du auch mal? Frisst du auch mal? Hallo? Hat er gefressen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nimm den Schlüssel, Bruder. Hab nichts gesehen, ja, ich gerade auch nicht. Ich red mal mit Rummel, dass du deine Punkte gleich wieder bekommst, aber der ist gerade beschäftigt. Anscheinend backt Pando gerade ein bisschen rum. Das ist aber was, das kann ich nicht, da kann ich jetzt nicht wirklich gucken. Ich meine, wenn irgendwas mit Binja nicht in Ordnung wäre, könnte ich das machen, aber Pando ist ein bisschen schwierig. Ah, ich kann einfach reingehen. Ah, geil. So, alter Sack, wo stehst du hier? So, da bin ich wieder. Wo ist der Angehörige Gregorys? Ich selbst bin es, Frank. Was zum? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sehen Sie hier. Das ist doch... Genau, das ist der Schlüssel, den Sie Gregory vor 25 Jahren überreicht haben. Er wurde bei seiner Leiche auf dem Parkplatz in Downtown LA gefunden. Gregory war mein Vater, Frank. Das gibt's doch nicht. Sein richtiger Name war Chris Hyde. Vor 25 Jahren schloss er einen letzten Deal ab, um aus der Szene auszusteigen. 3 Tage später fand man seine Leiche. Die Ermittlungen zu seinem Tod wurden auf höhere Bla. Habe ich gerade... Ah, fuck. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Frank, ich bin der Sohn von Chris Hyde. Ich habe einen Anspruch, die Wahrheit zu erfahren. Ich will wissen, was für ein Versprechen Sie meinem Vater gegeben haben. Und ich will wissen, wie genau mein Vater gestorben ist. Vor 25 Jahren gab ich Gregory ein Versprechen als Gegenleistung für seine Hilfe. Er wusste, dass dieser Job gefährlich sein würde. Er hat ihn aber angenommen, weil er seiner Familie eine Zukunft bieten wollte. Er hat mir damals direkt in die Augen gesehen und mich gefragt, kann ich Ihnen vertrauen? Ich habe einfach genickt. Es sollte keine Lüge sein, wissen Sie, ich... Was ist passiert, Frank? In jeder Nacht begab sich Gregory wie abgemacht ins Büro des Hotelmanagers. Er öffnete den Tresor, fand die Juwelen und gab uns vom Fenster aus das Zeichen.
Doch obwohl er sich an den Plan hielt, wartete er vergebens auf eine Antwort von unten. Und warum, Frank? Warum haben sie auf sein Zeichen nicht geantwortet? Weil ich zu dieser Zeit nicht mehr vor dem Haus war. Was? Während wir vor dem Hotel die Stellung hielten, überreichte mir Speck einen Zettel. Wissen Sie, was darauf stand? Darauf stand, dass meine Frau einen Unfall gehabt habe und im Krankenhaus sei. Ich übergab das Kommando an Hugh Speck und hastete direkt vom Krankenhaus. Deswegen war ich nicht vor Ort, als Gregory uns das Zeichen gab. Gregory vertraute darauf, dass ich persönlich vor dem Hotel sein würde. Er wartete auf unser Zeichen, unseren Eingriff. Aber ich war aus Sorge um meine Frau zum Krankenhaus gefahren. Speck hatte mich reingelegt. Oh, so ein Wichser. Wie das denn? Seine Nachricht war eine Finte gewesen, um mich loszuwerden. Als ich im Krankenhaus ankam, erkannte ich, was gespielt wurde. Ich kehrte zurück. Speck wollte mir weismachen, dass er die Nachricht nur entgegengenommen habe. Er sagte mir auch, dass er kein Zeichen empfangen habe. Er hat sie also belogen? Genau. Und auch die Kollegen vor Ort hat er zum Schweigen gebracht. Aber all das erfuhr ich erst, nachdem ich bereits angeklagt worden war. Es tut mir leid, Hoyt. Hätte ich damals nur gewusst, dass Speck und Condor unter einer Decke stecken. Ich hätte meinen Posten auf keinen Fall verlassen. Und dann wäre ihr Vater jetzt noch am Leben. Da kann er nichts für. Ist das alles, Frank? Ja, das ist alles. Das ist die ganze Wahrheit über den Tod ihres Vaters. Wollen Sie mir denn gar nichts sagen, Mr. Hyde? Was sollte ich Ihnen denn sagen, Frank? Ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie das meinen. Die Sache ist lange vorbei. Im Augenblick interessiert mich nur eines. Was ist in seinem letzten Augenblick in meinem Vater vor sich gegangen? Erlauben Sie mir eine Frage, Mr. Hyde. Wussten Sie die ganze Zeit, dass Ihr Vater hier seinen Tod fand? Ich habe es vor kurzem erst erfahren. Es stand in Michaels Tagebuch, das ich im vierten Stock gefunden habe. Was sagen Sie da? Sie haben Michaels Notizen gefunden? Sie haben schon richtig gehört, Frank. Allerdings stand dort nichts, was sich gegen Hugh Speck verwenden ließe. Wirklich? Sie haben sich doch kürzlich mit Michaels Sohn unterhalten. Hat er Ihnen vielleicht etwas gesagt, dass... Alles, was Ihnen weiterhilft, habe ich Ihnen bereits gesagt, Frank. Schon gut, schon gut. Allerdings würde ich mich ebenfalls gerne mal mit ihm unterhalten. Vergessen Sie es, Frank, der Kerl ist längst von hier abgehauen. Was soll das heißen? Hat er etwa auch hier gewohnt? Ja, auf Zimmer 306. Was? Dieser Kerl? Dass mir das nicht aufgefallen ist. Schauen Sie nicht so geknickt, Frank. Ich werde einen Beweis für die Verstrickung des Specks finden, Mr. Hyde. Ich werde alles aufklären, Frank. Alles, was sich in diesen Mauern noch an Geheimnissen verbirgt. Sie warten hier auf mich, verstanden? Was ist denn das für ein Ton? Hören Sie schon auf, das wird kein Kinderspiel. Vertrauen Sie mir. In Ordnung halt. Nehmen Sie das hier. Er gibt mir Luft. Das ist... Frank überreicht mir das Gegenstück zur Postkarte, die Will mir gegeben hat. Ich nehme dir eine zerrissene Postkarte entgegen. Dieser Teil einer Postkarte ist das einzige, was ich im vierten Stock gefunden habe. Vielleicht hilft sie Ihnen ja irgendwie weiter. Werden Sie sich jetzt mit Miss Petrus unterhalten? Schätze schon, sie wird mir noch so einiges erklären müssen. Allerdings weiß ich nicht, ob sie mit mir reden wird. Ich werde sie anrufen und ihr sagen, dass sie kein Handlanger von Niles sind. Vertrauen Sie mir halt. Danke, Frank. Nichts zu danken. Beraten Sie mir zum Schluss noch eines, Frank. Ja? Was für ein Mensch war mein Vater? Wir haben nur ein einziges Mal zusammen getrunken. Mein erster Eindruck war, dass er aufrecht war. Er redete nicht viel, aber was er sagte, hatte durchweg Hand und Fuß. Er erzählte mir, dass sein Sohn davon träumte, Baseballspieler zu werden. Er klang wie ein ganz normaler Vater. Ich war schon so lange hier. Okay, das ist so... Warum fragst du dann? Hastigen Schrittes verlasse ich Franks Wohnung. Zu viele Erinnerungen. Jetzt weiß ich, was mit meinem Vater passiert ist, aber noch gibt es offene Fragen. Die Postkarte, die Michael hinterlassen hat. Der Schlüssel mit dem Kontoremblem. Das Scarlet Star, das Material zu Hugh Speck. Und eine Person, die ihr Geheimnis mit allen Mitteln zu wahren versucht. Was weiß Miss Petrus über all das? Es interessiert mich nicht.
Okay, wir gucken mal ganz kurz, ob sich die Postkarten... Ich füge die beiden Teile der Postkarte zusammen. Zusammen ergeben sie eine Mondpostkarte. Der Mond. Moment mal. Auf der Rückseite steht ja was geschrieben. Ach nein. Ach. Sieht aus wie irgendein Code. Worauf wollte Michael mit dieser Postkarte hinweisen? Die brauchen wir für ein Rätsel. Mal gucken, ob ich das Rätsel noch zusammen bin, dann mal im Lag. Alles klar. Viel Spaß im Lag. Und danke. Das Rätsel wird jetzt kacke. So. Jetzt. Brech, du Hexe. Wer ist da? Miss Patrice, ich muss mit Ihnen reden. Mr. Hyde, ich habe gerade mit Mr. Raver gesprochen. Um was geht es denn? Es geht um das Tagebuch, das Michael McCross hinterlassen hat. In Ordnung. Bitte kommen Sie doch herein. Miss Patrice, ich höre. Ich hätte nie gedacht, dass Sie zu solchen Mitteln greifen würden. Ich hätte meinerseits nicht gedacht, dass Sie so weit gehen würden. Wow. Warum? Haben Sie das gemacht? Mittlerweile wissen Sie ja, dass ich nicht zu Nile gehöre. Und warum haben Sie dann den Schlüssel entwendet und sich da oben umgesehen? Woher wollen Sie denn wissen, dass gerade ich hier einen Schlüssel habe? Niemand außer Ihnen würde so etwas tun, Mr. Hyde. Nein, Dylan auf gar keinen Fall. Sie haben mir letzte Zeit zu viele Fragen gestellt. Und anstatt zur Arbeit zu gehen, haben Sie hier im Haus rumgeschnüffelt. Außerdem hat mich Dylan vor Ihnen gewarnt. Dylan ist ja auch ein Wichskopf. Er sagte mir, dass bei Ihnen etwas faul sei. Ach ja? Was ist daran so lustig? Ich hätte wirklich nie gedacht, dass Sie sich von diesem Kerl derart einlullen lassen. Was? Ist Ihnen denn gar nichts aufgefallen, Miss Patrice? Dylan ist ein Handlanger von Nile, der Sie überwachen und bespitzeln sollte. Das ist nicht möglich. Er hat aber nicht nur Ihnen nachspioniert. Er hat auch einen Verwandten eines Mitglieds von Condor im Visier gehabt. Sie meinen, hier wohnt jemand, der Verbindungen zu Condor hat? Wer ist das? Wollen Sie wirklich mit Condor zu schaffen haben? Ich denke, es ist besser, wenn Sie nicht wissen, um wen es sich handelt. Und Dylan ist bereits aus diesem Haus verschwunden. Das weiß ich bereits. Aber sagen Sie, eine Sache wüsste ich doch noch ganz gerne. Was denn? Was ist mit Ihnen? Mr. Hyde, wer sind Sie wirklich? Wer ich bin, das kann ich Ihnen sagen. Der Sohn des Einbrechers, der vor 25 Jahren in Michaels Büro erschossen wurde. Meinen Sie das ernst? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mein Vater ermordet wurde, als ich 9 war. Damals nahm mein Vater einen letzten Job an, er wollte endlich aussteigen. 3 Tage später fand man ihn dann, ermordet. Und dieser Fall ist bis heute ungelöst. Ich habe erfahren, dass mein Vater vor 25 Jahren hier im Hotel Cape West war. Er wurde in die Ermittlungen zu Condor verwickelt und hier im Hotel erschossen. Ich habe all das erst erfahren, als der Auszug bereits vor der Tür stand. Wie haben Sie davon erfahren? Eine Person hier im Haus, die Verbindungen zu Condor hatte, erzählte mir davon. Demnach wollte mein Vater vor 25 Jahren den Scarlet Star aus dem Hotel stehlen. Und damals verschwand auch der Scarlet Star. Der Scarlet Star. Als ich davon hörte, habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde alle Geheimnisse dieses Hauses in Erfahrung bringen. Haben Sie deshalb mein Zimmer durchsucht? Genau deshalb. Ich wollte wissen, warum Sie ein Gebäude mit einer solchen Vergangenheit gekauft haben. Und warum Sie sich so plötzlich davon trennen. Erzählen Sie mir davon, Miss Patrice. Ich möchte alles hören. Wie genau wussten Sie über Condor Bescheid? Hören Sie mir mit Condor auf, Hyde. Ha, mein Mund bewegt sich gerade nicht mehr. Hier ist aber gerade ziemlich dunkel. Ich will darüber nicht reden. Bitte, du redest jetzt. Vielleicht kommen Sie mir nicht davon. Warum wollen Sie nicht darüber sprechen?
Wer bekommt was zurück? Shadow hat Treat Ghostly eingelöst. Das müsstest du ihm mal bitte zurückgeben. Weil irgendwie funktioniert Pando gerade nicht. Etwa weil ihr Mann, George, der Anführer von Condor war. Wir haben recht. Alles klar, danke. Alles begann damit, dass er sich am Finger verletzte und nicht mehr spielen konnte. Wow. Ein Gast in einer seiner Bars brachte ihn mit der Unterwelt in Verbindung. Die Dinge liefen gut, so gut, dass er bald nicht mehr aufsteigen konnte. Und irgendwann war es im Jazzmusiker der Kopf der Condor-Gruppe geworden. Irgendwann kam sein alter Freund Michael ins Spiel, der Manager des Hotels. George hatte einen Plan, wie man den Handel mit dem Diebesgut organisieren könnte. Wer hat Katie McCress damals umgebracht? Wenn Sie es mich sagen wollen, dann sage ich es Ihnen. Der Mörder von Katie. George Pappas hat Katie McCress ermordet. Ja, das ist richtig. Es war in der Tat George. Danke. Warum hat er das getan? Das hat er mir gesagt. Er sagte, dass es die Rache für Michaels Verrat sei. Wie sah denn Georges Plan für den Handel mit Steinen genau aus? George brachte die Juwelen zur Aufbewahrung zu Michael. Dieser bewahrte sie im Safe seines Büros im Hotel auf. Wenn es einen Interessenten gab, nahm George mit Michael Kontakt auf. Der eigentliche Deal ging dann im Hotel über die Bühne. Michael reichte das Geld an George weiter und behielt eine Provision ein. Deswegen auch die Partys im Hotel. Dort kam also der Handel zustande, oder? Ja, das stimmt. Im Hotel wurden regelmäßig Partys veranstaltet. Dort trafen sich dann die verschiedenen Parteien und schlossen die Deals ab. Die Übergabe fand dann in den Gästezimmern statt. Nein, nicht dort, das war George so riskant. Es gab dafür im Hotel ein geheimes Zimmer. Michael hat George also verraten. Wie denn? Vor 25 Jahren erhielt George einen Tipp, nachdem es jemanden auf den Safe abgesehen hat. George bat Michael, den Safe besonders gut im Auge zu behalten. Dort lag er zu dieser Zeit ein Stein, der noch keinen Abnehmer gefunden hatte. Dieser Stein war der Scarlet Star. Georges Tipp erwies sich als richtig. Michael stellte und erschoss den Einbrecher. Er versteckte die Leiche in einer Kühltruhe. Zwei Tage später ließ er sie dann wegschaffen. Und bei dieser Geschichte verschwand dann der Scarlet Star. Zumindest behauptete Michael das. Ihm zufolge war der Safe offen und der Scarlet Star bereits verschwunden gewesen. Hat George ihm geglaubt? Anfangs hat er zumindest so getan, als würde er ihm glauben. Er hat so getan, was für einen Zweck soll das gehabt haben. Er brauchte Michael und das Hotel noch, um die gestohlenen Juwelen zu verkaufen. George war berechnend und eiskalt, was so etwas anging. 12 Jahre später hat er sich dann allerdings an Michael gerecht. Was genau war der Anlass für diese Rache, für diese späte Rache? Wollte Michael aussteigen? Ja, das hatte er vor. Vor 13 Jahren wollte Michael die Schließung des Hotels zum Anlass nehmen, endgültig mit Condor zu brechen. Er hatte schon lange genug und der Zeitpunkt schien günstig. George aber wollte das nicht zulassen. Und außerdem... Außerdem was? Können Sie mir sagen, wo sich dieses geheime Zimmer befand? Nein, das weiß ich leider nicht. Ich habe es selbst dann noch nicht gefunden, als ich dieses Haus umbauen ließ. Der Schlüssel, den Sie da aus meinem Zimmer entwendet haben. Ich bin mir sicher, dass er zu diesem Zimmer gehört. Ach ja? Ich habe inzwischen Georges Sachen gefunden. Leider habe ich ihn noch nicht verwenden können. Mr. Hyde, wollen Sie denn etwa nach diesem geheimen Zimmer suchen? Natürlich will ich das. Falls es das Zimmer noch gibt. Ja, falls. Hatte George noch einen anderen Grund, sich an Michael zu rächen? Ich glaube, Katie war einfach eine Last für ihn geworden. Er wollte sie loswerden. Wie meinen Sie das? George und Katie hatten eine Affäre. Hinter unseren Rücken. Ah ja, okay. Cool.
Mr. Hyde, wir haben schon eine Menge besprochen. Das ist doch noch nicht alles. Für heute muss das genügen. Wer in meinem Alter ist, hat eine Menge erlebt. Aber hören Sie, wenn Sie mir einen Gefallen tun, Mr. Hyde, dann werde ich Ihnen später noch etwas mehr erzählen. Was soll ich tun? Wollen Sie mir helfen, Mr. Hyde? Klar doch. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie mir dann alles erzählen. Einverstanden. Also, um was geht's? Um das, was ich bis heute nicht gefunden habe. Wollen Sie es für mich suchen, Mr. Hyde? Können Sie sich nicht etwas deutlicher ausdrücken? Ach, Sie wissen doch längst, um was es geht. Aber ich muss Ihnen noch einen Hinweis geben. Hier, nehmen Sie das. Ein Foto? Ein Foto von damals, als das Hotel Cape West eröffnet wurde. Aha. Ich nehme das Foto vom Hotel Cape West an mich. Und hier habe ich noch etwas für Sie. Was ist das? Ich habe ihn zwischen den Sachen von George gefunden. Ich nehme einen kleinen Schlüssel an mich. Und zu guter Letzt... Alter, Müll halt mein Inventar zu. Ein Stück Papier? Das lag bei dem Schlüssel. Das sieht nach einer Skizze des vierten Stocks aus. Auf der Skizze sind 6 rote Kreise eingezeichnet. Was sind denn das für Kreise? Da steht etwas am Rand. Hinter dem Mond. Was zum Henker bedeutet das jetzt schon wieder? Nee, Pando reagiert nicht, Rummel. Ich nehme die Skizze des vierten Stocks an mich. Mr. Hyde, Sie werden schon wissen, was Sie mit den Gegenständen anzufangen haben. Vertrauen Sie mir. Ich werde dieses geheime Zimmer finden. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mehr weiß. Danke, Mr. Hyde. Sie ist echt kaputt. Ich verlasse die Wohnung von Miss Petrus. Ja, ist gut, dann pausiere das erstmal. Ein geheimes Zimmer in diesem Gebäude. Und diese 3 Gegenstände als Anhaltspunkte. Ein Foto, ein Schlüssel und eine Skizze des vierten Stocks. Ich hatte doch noch ein Foto des Hotels. Am besten, ich sehe mir die beiden Bilder mal an. Okay. Ah, ich hab's. Dieses Fenster, es fällt auf dem 2. Foto. Das geheime Zimmer muss sich zwischen dem Fahrstuhl und Zimmer 405 befinden. Aber wo ist der Eingang? Vielleicht hilft mir der andere Anhaltspunkt. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Was? Ah. Ja, scheint bitte zu laufen. Mit dem Spiel kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, ist in Ordnung. Gib mir Cannabis. Es dauert noch ein bisschen. Okay, Moment. Das heißt... 405 ist das hier, oder? 405 ist das hier. Nee, hä? Was ist denn das?
Ah. Im Rahmen des Spiegels finde ich ein kleines Condor-Emblem, das dort eingeritzt ist. Ein Condor-Emblem? Mal sehen. Hat das vielleicht was mit der Markierung auf der Karte zu tun? Ich sollte mir das notieren. Okay, alles klar. Ich habe mir das Symbol in mein Notizbuch notiert. Es muss noch mehr davon geben. Genau. Das ist jetzt nämlich genau das, was wir machen müssen. Wir müssen hier jetzt nämlich durchlaufen und die Kondore finden. Das wollte ich nicht. Geh weg. So. Okay, dann im Raum gegenüber. Das wäre dann quasi, glaube ich, auch das Ende des Kapitels. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja, hier irgendwo. Hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich den ganzen Scheiß absuchen. Da vielleicht. Da war es nicht. Würdest du jetzt mal bitte? Danke. Okay, da war es auch nicht. Ach komm, ey. Jetzt muss ich diese scheiß Kondor suchen. Ich habe ja sonst nichts zu tun irgendwie, ne? Ist auch gar nicht nervig oder sowas. Das mach schon. Sag mal. Ich finde den nicht. Ich finde diesen scheiß Vogel einfach nicht. Ah, ich habe ihn gefunden. Ja, genau, das brauchen wir dann. Okay, Moment. Die beiden habe ich. Mir fehlt jetzt noch. Und jetzt steht hinter dir ein Zombie. Bam, Horror-Game. Nee, nee. So schlimm ist das hier nicht. So schlimm ist das hier nicht.
Ach, was soll denn das sein? Da irgendwo. Aua, mein Zahn. Ach, da ist er ja. Okay. Okay, und dann noch in dem Raum gegenüber, richtig? Genau, in dem Raum gegenüber. Im Raum gegenüber. Irgendwo da an der Wand. Da vielleicht. Ach komm schon, Spiel. Oh, bitte. Okay. Oh. Also wer sich das Rätsel ausgedacht hat, wird wirklich geschlagen. So, dann da. So. Oh, und ich habe doch die Zweitschlüssel hier, oder? Ja. Gut, wo genau soll hier der Vogel sein? Da hinten an der Wand. Okay. Vielleicht das Bett. Bingo. Okay, gut. All diese Vögel scheinen in eine andere Richtung zu zeigen. Gut, jetzt dürfte ich alle Kreise auf der Skizze abgelaufen sein. Was haben diese 6 Vögel nur für einen Sinn und was stand da gleich auf der Skizze? So, dann machen wir das doch einfach mal. Ich sollte mir die Postkarte mal ansehen. Okay, das hier muss irgendeine Bedeutung haben. Ist das etwas wie ein Code? Ja, das ist ein Code. Und zwar, wir müssen jetzt, lasst euch nicht von den Schnäbeln verwirren. Wir müssen jetzt quasi den ersten Vogel in die Mitte legen und gucken, in welche Richtung der Kopf zeigt. Dabei müssen wir den Schnabel ignorieren. Und ja. Das heißt, das erste ist quasi das da. Ich bin gerade dabei, das Rätsel zu lösen. So, 1Q. Was? Ich muss diese Kondore, diese Vögel, wo ich gerade abgelaufen bin, muss ich da quasi gedanklich in die Mitte legen und gucken, in welche Richtung deren ihr Köpfe zeigen. Dabei muss man den Schnabel ignorieren. Eins Q. Okay. 3R.
3R, 4 ist 6. Zack. Zack. Es hat Vorteile, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Da weiß man nämlich wenigstens, wie die Sachen funktionieren. Oh Gott, ich bin zu dumm, dieses Ding einzuzeichnen. So, jetzt 7. So. Alles klar. Das müssen wir jetzt soweit haben. Das heißt, wir gehen jetzt zum Aufzug. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, habe ich nämlich ein Problem. Was sind das für Zahlen und Symbole? Irgendwo erkenne ich die. Vom Aufzug, du Vollidiot. Ignoriert Rummel. Weil ich es sage. Aber mit den Blitzern hat es geklappt. Das kann sein. Ja. So. Okay, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Aufzugknopf ist abgefallen. Ach, Bruder, guck doch einfach. Okay, gut, das muss ich aber erstmal ganz kurz was anderes gucken. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier genau tun soll. Ja, ist gut. Dass du mir da nicht helfen kannst, weiß ich auch. Ach so. Oh, ein Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich muss diesen Haken erst auslösen. Und dann muss ich da einen Code eingeben. In dem Loch in dem Knopf finde ich einen Schalter. Was haben wir denn hier? Den Schalter? Ich betätige den Schalter. Was? Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, was ein Q, wo hier ein Q ist. Egal. Eins. Ich weiß nicht, ob ich eine 3 oder. Ich check das Rätsel gerade nicht. Ich bin gerade echt zu dumm für sowas. Ach, was weiß ich. Ruf. Zack. Zack, zack. Oh, ich hab's tatsächlich irgendwie gelöst. Oh, gut. Oh. Der Fahrstuhl bewegt sich. Ja, der Code ist auch immer anders. Er ist einfach stehen geblieben. Wo sind wir denn hier? Die Anzeige sagt mir, dass ich mich zwischen dem vierten Stock und dem Dach befinde. Wo bleibt das Ding? Wieso bleibt das Ding gerade hier stehen? Moment mal. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Hä? Ist doch scheißegal. Geh doch einfach raus hier. Keine Reaktion. Ist der Fahrstuhl etwa schon wieder kaputt?
Hä? Spiel, was willst du jetzt gerade von mir? Achso, kann hier gucken. In der Ecke des Fahrstuhls befindet sich eine L-förmige Sitzbank. Sie ist an der Seite geöffnet. Aha. Vielleicht der Kondorschlüssel? Kondorschlüssel. Kondor, 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 Kondor. Wo ist der denn jetzt? Da ist er. Sieht ganz so aus, als würde der Schlüssel hier passen. Ich stecke den Schlüssel mit dem Kondor-Symbol in das Schlüsselloch. Da hat sich was getan. Ich greife nach der Klappe in der Sitzbank. Was ist das denn? Ein geheimer Durchgang. Sieht ganz so aus, als ginge es da weiter. Ich muss da rein. Bra, bist du nicht ein bisschen breit dafür? Ha, was sagt's denn? Tja. Geheimzimmer. Wir haben das Geheimzimmer gefunden. Das ist jetzt nicht mehr so geheim. Es muss das geheime Zimmer sein, von dem Miss Petrus mir erzählt hat. Der Umschlagplatz. Hier sollte ich mich etwas genauer umsehen. Über den Tisch verstreut liegen Dokumente. Am Schreibtisch liegt eine Art Geschäftsbuch, was da wohl drin steht. Ah, verstehe. Eine Auflistung aller Transaktionen und ein Register der Codewörter. Gold, Silber, Scarlet. Und in diesem Buch sind alle Verkäufe der gestohlenen Juwelen aufgelistet. Ich nehme das Geschäftsbuch an mich. Okay. Hier liegt Briefpapier. Briefkopf ist verwischt, ich kann ihn nicht lesen. Hier steht ein Tintenfass. Ah, das geht nicht auf. Die Tinte ist wohl auch schon längst eingetrocknet. Okay. Schreibtisch ist groß und hat eine Schublade. In der Schublade finde ich einen alten, bereits vergilbten Umschlag. Was haben wir denn hier? Zieh mal an. Ich entnehme dem Umschlag eine ovale, goldene Marke. Sie trägt das Zeichen des LAPD. Eine Dienstmarke. Wo kommt die denn her? Da ist noch etwas anderes drin. Aus dem Umschlag ziehe ich ein altes Foto hervor. Auf ihm sind drei Männer abgebildet. Der Mann rechts auf dem Bild trägt einen Hut. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Das ist George. Ich erinnere mich an das Foto in der Wohnung von Miss Petrus. Genau, dieser Mann. Das ist George Petrus. Der Mann auf der linken Seite trägt Anzug und Fliege. Vielen Dank, Cora. Außerdem trägt er ein Namensschild auf der Brust. Was steht da? Mühe erkenne ich Namensschild, das Logo des Hotel Cape West. Darunter steht noch etwas. Manager? Dieser Mann ist also Michael McGrath. In der Mitte der beiden sitzt ein Mann mit stechendem Blick, der mit stechendem Blick in die Kamera schaut. Wen haben wir hier? Angestrengt fixiere ich das Bild des Mannes. Ich überlege. Dann kommt es mir. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Hugh Speck. Da hast du deinen Beweis. Keine Frage, das ist Hugh Speck. Da war er noch jung. Dieses Bild beweist, dass Hugh Speck mit den beiden befreundet war. Und diese Marke haben sie sich wohl als Pfand aushändigen lassen. Das nenne ich einen Fang. Ich nehme die Dienstmarke und das alte Foto an mich. Sehr schön. Legen drei Stifte rot, schwarz, blau. Okay. Runder Tisch, grüner Filz. Thank you.
In diesem Bilderrahmen sind alte Spielkarten ausgestellt. Hat wohl jemand gerne Karten gespielt? Okay, gut, dass sie nicht zu einem Dings gehören. Zu einem Rätsel. Hier hängt ein Bild an der Wand. Auf dem Bild sehe ich ein Schiff, das vor dem Cliff im Leuchtturm über die Wellen treibt. Ein Schiff und ein Leuchtturm? Über dem Rahmen ist eine Lampe angebracht. Und das darunter dann da wohl der Schalter. Ich lege den Schalter um. Was? Ah, das blendet. Was ist das denn? Kondor. Moment, unter den Karten zeichnet sich der Schatten eines Kondors ab. An der Wand zeichnet sich voll Kondor. Das ist ja Schatten. Der Schnabel des Kondors zeigt auf einer der Karten. Ist das ein Zeichen? Drück doch einfach, du Idiot! In diesem Bilderrahmen sind alle Spielkarten ausgestellt. Ja. Dann drück die doch. Sein Schnabel. Mach doch. Na gut, dann halt nicht. Ist mir wurscht. Mach was du willst, du Vollidiot. Alter. Ich weiß jetzt nicht, was mir dieses Rätsel sagen will. Beziehungsweise warum Kyle jetzt gerade das Problem hat. Vielleicht muss ich das Licht auch wieder ausmachen. Das war Caro. Der Leuchtturm. Jetzt wird mir alles klar. Ja, schön, dass hier alles klar wird. Mach halt mal das, was ich dir sage. Ey, der riecht mich gerade auf, ne? Jetzt ohne Witz. Dann drück doch diese scheiß Karte. Mir steht ein Problem nicht, Kyle. Ja, mach doch. Junge, du nervst. Was soll ich denn machen? Was möchtest du? Ich kapier's nicht. Ach so. Ach, komm schon. Warum sagt mir denn keiner, dass ich in den Fahrstuhl muss? Ich meine, ich hätte es probieren können, aber... Das Kondor-Emblem und der Leuchtturm. Natürlich, der Leuchtturm. Ich sollte gleich nachsehen gehen. Auf zum Dach. Ja, toll. Das Problem ist, wenn man nämlich nicht alles hat, dann sagt er, ja, nee, hier ist doch irgendwas. Wo man sich dann auch denkt, Junge, du kannst mich mal. Such deinen Scheiß doch selber. Gibt's ja nicht. Das Licht des Leuchtturms ist eingeschaltet. Oh. Oh. Da ist der Vogel. Ein Schatten zeichnet sich auf der Backsteinwand ab. Hätte ich dir auch sagen können, dass da irgendwas verborgen ist. Da hättest du den ganzen Scheiß nicht machen brauchen. Dieser Backstein ist nur ein wenig verschmutzt. Der hier sieht irgendwie anders aus. Als ob das irgendwas bringt, wenn ich da ein bisschen leicht drauf klopfe. Aber ich glaube, ich habe den Scarlet Star gefunden.
Ja, aber wie gesagt, das ist der einzige Stein in der Mauer, der anders aussieht. Er hätte sich diesen ganzen Scheiß einfach sparen können. Hab ich nicht. Das ist also der Scarlet Star. Wahrscheinlich. Ich halte den Scarlet Star in meinen Händen. Er ist schön groß und funkelt kalt in meiner Hand. Ich suche den Scarlet Star, der seit der vor... Ah, hi Sani. Ah, danke. Ich suche den Scarlet Star, der vor 25 Jahren im Hotel Cape West verloren ging. Na, ist er so wirklich verloren gegangen, ist er auch nicht. Moin, wie geht's? Gut, danke schön. Und dir? Ich meine, der ist hübsch. Das hast du also gesucht, Will. Und die Belohnung dafür ist die ganze Wahrheit. Nicht die ganze. Du hast die ganze Wahrheit noch nicht erfahren. Mein Vater schloss einen Deal mit Frank Raver ab, um endlich aussteigen zu können. Er brach in McGraths Büro und nahm den Scarlet Star an sich. Habe ich dir eigentlich schon geantwortet, Sani? Oh Gott, ich bin so... Tut mir leid. Ja, es geht so weit. Ich habe Zahnschmerzen, ich werde das jetzt noch beenden und dann ist gut für heute. Er brach in McGraths Büro ein und nahm den Scarlet Star an sich. Dann ging er zum Fenster. Er sendete das Zeichen in die Nacht, wie abgemacht. Aber er bekam keine Antwort. Und während er dort stand, betrat in seinem Rücken Michael McGrath den Raum und erschoss ihn. Noch kaputt von der Woche, über Nacht kaum bis gar nicht geschlafen und etwas Kopfschmerzen, sonst gut und gute Besserung. Ja, danke. Ich werde nächste Woche einfach mal einen Termin beim Zahnarzt machen, dann ist Ruhe. Aber ja, freut mich, dass es dir soweit gut geht, den Umständen entsprechend. Vielleicht starb mein Vater, während er diesen Stein in den Händen hielt. Während ich nachdenke, halte ich noch immer den Scarlet Star in meiner Hand. Vielleicht hast du ihn damals in der gleichen Hand gehalten, Vater. Vielleicht war er das Letzte, an das du dich geklammert hast. Dieser Stein verbindet uns, so dumm das auch klingen mag. Und ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, ihn jetzt in der Hand zu halten. Ein ganz schön großer Diamanten, by the way. Der muss ja Millionen wert sein. Jetzt muss ich ihn nur noch abliefern. Und als Empfänger kommt nur eine einzige Person in Frage. Wer ist da? Jemand tritt aus dem Fahrstuhl aufs Dach hinaus. Das ist doch... Miss Petrus. Ah. Mr. Hyde. Haben Sie etwa den Leuchtturm eingeschaltet? Schätze schon, war keine Absicht. Dann waren Sie also in diesem Zimmer. Moment. Woher wissen Sie, dass man den Leuchtturm dort aktiviert? Sie wussten genau, wo dieses Zimmer ist, habe ich recht? Es tut mir leid. Natürlich wusste ich es. Bitch. Ich wusste alles über dieses Zimmer. Warum haben Sie mir nicht erzählt, wo sich das geheime Zimmer befindet? Eigentlich wollte ich niemandem davon erzählen, Mr. Hyde. Als ich das Haus zu der Bedingung verkaufte, dass es abgerissen würde, da war ich wirklich sehr erleichtert. Aber ich hatte mich wohl leider zu früh gefreut. Plötzlich standen sie auf dem Plan mit ihren Nachforschungen. Als sie mich so bedrängten, da machte ich mir Sorgen. Wenn sie so viel wissen, dann kann ich ihnen nichts mehr verheimlichen, dachte ich. Ich dachte also nach und kam zu folgendem Ergebnis. Entweder ich sage nichts und verschwinde von hier, oder ich spiele ein kleines Spiel. Was für ein Spiel denn? Ich lasse es darauf ankommen, dass sie das geheime Zimmer entdecken. Deswegen haben sie mich also angefüttert. Sie haben es erfasst. Und es kam, wie ich es vermutet hatte. Sag doch, Bitch. Was wollten Sie denn so dringend verheimlichen?
Seine Verbrechen. Dass er Condor angeführt und den Handel mit Diebesware organisiert hat. Dass der Beamte des LAPD in die Sache mit hinein, Beamte des LAPD in die Sache mit hineingezogen hat. Und natürlich die Sache mit Katie. Mein Mann hat eine Menge schlechter Dinge getan, Mr. Hyde. Und alles sind sie mit diesem Haus verbunden. Ich wollte all diese schlimmen Geheimnisse meines Mannes mit in mein eigenes Grab nehmen. Aber es hat nicht funktioniert. Tja, Pech. Was hatten Sie denn vermutet, wie das Spiel ausgehen würde? Ich hatte mich bereits darauf eingestellt, zu verlieren. Ich dachte mir, dass jemand wie Sie eine Chance hätte, dieses Zimmer zu entdecken. Bekommt der Gewinner Ihres Spiels eine Belohnung? Sie werden lachen, aber ich habe darüber nachgedacht. Wenn Sie das Zimmer nicht finden, habe ich gewonnen, dachte ich. Und dann würde ich Ihnen nichts mehr erzählen. Wenn Sie das Zimmer aber entdecken, dann will ich eine gute Verliererin sein. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Warum dachten Sie denn, dass gerade ich das Zimmer finden könnte? Weil Sie es ernst meinen, Mr. Hyde. Ich habe das Funkeln in Ihren Augen gesehen. Natürlich meine ich es ernst. Denken Sie, ich würde mir all diese Mühe nur so zum Spaß machen? Natürlich nicht. Ich bin ehrlich erschrocken, als Sie mir Ihre Geschichte erzählt haben. Dass dieser arme Kerl, der vor 25 Jahren dran glauben musste, Ihr Vater war. Ich meine, es ist so ein Zufall. Man glaubt es kaum was. Hören Sie, Mr. Hyde. Vielleicht habe ich es heute Morgen bereits geahnt, als Sie zu mir kamen. Dass Sie alles aufdecken würden, meine ich. Sagen Sie, haben Sie wirklich alles gefunden, was ich in diesem Haus nicht gefunden habe? Sieht wohl ganz so aus, was? Ich habe Michaels Tagebuch gefunden, die Beweise für die Verbindung zwischen Condor und dem LAPD und natürlich den Scarlet Star. Sie haben den Scarlet Star gefunden? McGrath hatte Hinweise auf ihn hinterlassen. Weitere fand ich in diesem Geheimzimmer. Ich habe den Scarlet Star in diesem Augenblick bei mir. Was Sie nicht sagen. Sehen Sie? Das ist also der Scarlet Star. Ich betrachte mal ganz kurz Luft. Wartet mal. Das ist er. Dieser Klunker hat das Leben von Katie McGrath beendet und das viele andere. Ja, mit dem Verschwinden dieses Steins hat die ganze Misere begonnen. Nicht ganz, Miss Petrus. Mit dem Diebstahl dieses Steins hat es begonnen. Wenn George noch am Leben wäre, hätte ich ihm den Stein persönlich übergeben. Ich hätte ihn die ganze Schwere seiner Schuld spüren lassen. Aber George ist nicht mehr am Leben. Natürlich nicht. Und Michael, der ihn dann hat verschwinden lassen. Mr. Hyde, ich gebe Ihnen den Stein zurück. Was hab denn ich mit diesem Drecksding zu tun? Was? Ich wollte nur verbergen, was geschehen ist. Es ging mir nie um den Stein selbst. Sie haben ihn gefunden, also gehört er jetzt Ihnen. Und falls Sie in dem geheimen Zimmer etwas gefunden haben, können Sie es auch behalten. Machen Sie damit, was Sie wollen, Mr. Hyde. Meinen Sie das ernst? Todernst. In Ordnung. Nun, dann werde ich Ihnen mal erzählen, was ich Ihnen bisher verschwiegen habe. Na los, rede. Sind Sie bereit, sich meine Geschichte anzuhören? Meine ganze Geschichte, Mr. Hyde? Sie werden der Einzige sein, dem ich sie je erzählt haben werde. Als ich George kennenlernte, war ich gerade einmal 19 Jahre alt. Ich war Tänzerin, er spielte in einer Band, wie das eben so ist. Ich wusste sofort, dass er kein guter Mensch ist. Immer hatte er Frauen um sich, umgab sich mit Gestalten aus der Halbwelt. Aber trotzdem verliebte ich mich in ihn. Später, als wir zusammen lebten, habe ich es dann verstanden. Wenn man mit einem Mann wie George Petrus zusammen ist, muss man sich vorsehen. Freude und Schmerz liegen bei solchen Menschen nur allzu nah beieinander. Ich habe gelernt, meine Gefühle zu kontrollieren, meine Eifersucht. Und gerade dadurch wurde meine Liebe zu ihm stärker als je zuvor. Er drehte immer mehr krumme Dinge, fand ständig neue Wege, an Geld zu kommen. Natürlich war ich innerlich dagegen, doch zugleich wollte ich wissen, was er tat. Ich dachte, ich könnte ihn an mich binden, wenn er mich zur Mitwisserin machte. Unser schmutziges kleines Geheimnis würde unsere Liebe von innen festigen. Natürlich waren das alles nur romantische Träumereien eines kleinen Mädchens, Mr. Hyde. Irgendwann begann er, das Interesse an mir zu verlieren. Auch ich wurde zunehmend verbittert und kalt. Nein, 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 nein.
Hinter meinem Rücken und dem Michaels begannen George und Katie eine Affäre. Obwohl ich davon Wind bekam, blieb ich stumm. Ich beobachtete die beiden bei ihrem Treiben und suhlte mich dabei in meinem Schmerz. Ew. Du hast denen zugeguckt? Aber als Katie gestorben war, kam George mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause. Jetzt teilen wir ein weiteres Geheimnis, sagte er leichthin, als er mir den Mord gestand. Damals bemerkte ich, wie dumm ich die ganze Zeit über gewesen war. Mit meinem Schweigen hatte ich ihn nur noch weiter zu seinen Taten getrieben. In jenem Augenblick fasste ich einen Entschluss. Ich musste diesen Kerl aufhalten, ein für alle Mal. Ich wollte es tun. Ich wollte George mit seiner eigenen Pistole erschießen. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn zu töten. Mir fehlte der Mut. Schließlich hat das ja dann ein anderer getan. Und zwar Georges alter Freund, Michael McGrath. Oh. Wow, mal eine neue Info. Ich sah sein Gesicht, bevor er mir die Pistole über den Kopf zog. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, lag George neben mir und ich hatte die Pistole in der Hand. Er hauchte sein mieses Leben vor meinen Augen aus. Als er starb, war sein Gesicht verzerrt von Schmerz, Kummer und Reue. Ich sah ihn an und spürte eine eigenartige Mischung aus Genugtuung und Mitleid. George hatte seine Strafe bekommen. Es war vorbei. Während er noch da lag, fasste ich einen Entschluss. Ich würde unsere Geheimnisse für immer wahren. Zumindest bis ans Ende meines eigenen Lebens. Von da an war ich wie ein Schiff in einer stürmischen Nacht ohne Leuchtturm. Hin und her getrieben, ohne Hoffnung und Ziel. Ich wurde als Verdächtige für den Mord an George verhaftet. Und ich wartete das Urteil ab, kaum bekümmert um den Ausgang. Weder der Polizei noch meinem Anwalt sagte ich auch nur ein Wort über Michael. Verstehen Sie, warum ich das getan habe, Mr. Hyde? Wissen Sie, wie ich mich fühlte? Du bist eine dumme Kuh. Punkt. Ich war einfach... Ich wurde als Mörderin angeklagt. Und ehrlich gesagt fühlte ich mich auch wie eine. Immerhin war es mein Ziel gewesen, meinen Ehemann zu ermorden. Allerdings macht das Leben mit einem, was es gerade will. Ich wurde freigesprochen, gegen alle Erwartungen. Mit dem Geld, das mir George hinterlassen hat, kaufte ich dieses Haus. Natürlich wollte ich seine Taten damit vertuschen. Aber irgendwie fühlte ich mich auch zu diesem Haus hingezogen. Hier hat er einen Teil unseres Lebens gespielt, im Guten wie im Schlechten. So dumm es klingen mag, dieses Haus gab mir ein Stück Halt, ein Stück Orientierung. Ich dachte, in diese Mauern könnte ich mein Geheimnis für immer einschließen. Aber dann kam sie, Mr. Hyde. Das war alles, was ich Ihnen zu erzählen hatte. Ein trauriges Leben, finden Sie nicht auch? Nichts, was man gerne erzählen würde. Das denke ich nicht. Was? Ich denke eher, dass Sie diese Geschichte schon sehr lange erzählen wollten. So ein Geheimnis bedrückt einen doch, es belastet einen. Sie mussten reden, um endlich Ihren Frieden zu finden. Mr. Hyde. Sie haben recht. Wie immer in diesen letzten Tagen. Ich habe mich die ganze Zeit gequält, aber ich habe es nicht über mich gebracht zu reden. Ich wollte mein Versprechen nicht brechen. Wollte George diesen letzten Dienst erweisen, egal wie hart das für mich wäre. Ich hatte niemals gedacht, dass es so hart sein kann, zu schweigen. Jetzt ist alles vorbei. Die ganze Zeit über. Wollte ich mich jemandem anvertrauen. Wollte erzählen, wie es wirklich war. Ja, okay, dass sie jetzt zusammenbricht, ist klar. Als Miss Patrick vor meinen Augen in Tränen ausbricht, denke ich bei mir. Wie viele Menschen müssen mit einer schier unerträglichen Wahrheit leben? Auch ich bin einer davon. Endlich weiß ich, welches Geheimnis sich hinter dem Tod meines Vaters verbarg. Aber das macht die Sache nicht ungeschehen. Die Vergangenheit ist vorbei und doch bestimmt sie unser Leben jeden einzelnen Tag. Ich sehe die betagte Frau an, die vor meinen Augen weint wie ein kleines Kind. Sie wird die Vergangenheit, die sie in sich trägt, niemals loswerden. Vielleicht aber hilft es ihr, sich mir anvertraut zu haben. Vielleicht ist es so leichter. Ohne ein Wort zu sagen, warte ich, bis Miss Patrice sich wieder etwas gefasst hat.
Miss Petrus, lassen Sie uns... Es sieht unfassbar falsch aus, egal. Lassen Sie uns wieder nach unten gehen, ja? Geben Sie mir Ihre Hand. Es geht schon wieder, danke. Ich kann alleine nach unten gehen. Ich war mein ganzes Leben auf mich allein gestellt. Da werde ich Ihre Hilfe jetzt bestimmt nicht annehmen. Bitch. Miss Petrus sieht mich an. Ruhig und mit klarem Blick. In ihren Pupillen spiegelt sich der Leuchtturm des ehemaligen Hotels. Ein Augenblick. Einen Moment lang sehen wir gemeinsam zum Leuchtturm hoch. In ein paar Tagen ist auch dieses Ding nicht mehr da. Aber wer braucht schon einen Leuchtturm im Leben? Miss Petrus flüstert diese Worte mehr an sich selbst gerichtet als an mich. Ich fühle mich nicht in der Lage, ihr zu antworten. Stumm blicke ich nach oben. Selbst als Miss Petrus schon gegangen ist, bin ich nicht in der Stimmung, zurück in meine Wohnung zu gehen. Ohne groß nachzudenken fahre ich hinab in den vierten Stock, betrete jenes Zimmer. Ich trete an das Fenster von Zimmer 406, öffne den Vorhang und blicke nach draußen. Die Scheibe ist von Staub bedeckt und doch kann ich erkennen, was da draußen ist. Ich sehe in die Nacht, der vertraute Anblick der nächtlichen Straße, der schlafenden Nachbarschaft. Ich hatte erhofft, noch etwas anderes zu sehen, etwas hinter diesem Anblick. Aber natürlich kann ich nicht sehen, was mein Vater damals sah. Damals, vor 25 Jahren. Mein Vater war in meinem Alter, als er aus eben diesem Fenster sah. Ich kann es nicht glauben, dass er die gleiche Welt gesehen hat wie ich eben. Was aber hat er gesehen, was hat er gedacht, als er hinaus sah in diese Winternacht? Ich weiß nur eins. Es gab nur einen Grund für meinen Vater, an diesem Fenster zu stehen. Er wollte seiner Familie eine bessere Zukunft ermöglichen. Ich schließe die Vorhänge und verharre im Dunkeln. Ich denke an ihn. Verdammt, wer ist das? Mit einem leisen Fluch wälze ich mich zur Seite und greife aus dem Bett nach dem Hörer. Ja? Guten Morgen, Kyle. Das ist deine Mutter wahrscheinlich, ja. Ich habe gestern Abend mit Ed telefoniert, Liebes. Er hat mich angerufen. Du hast mir ja so einiges verschwiegen. Was? Ich dir verschwiegen? Wie kommst du denn auf so eine Idee? Ach, Liebes, Ed hat es mir gestern erzählt. Dass er zwischenzeitlich im Krankenhaus war und so. Ach, das meinst du. Was dachtest du denn? Ach, nichts. Ich fühle mich noch nicht bereit, ihr die Wahrheit über Vaters Tod zu erzählen. Aber irgendwann werde ich es tun, das weiß ich. Übrigens, weißt du, was Ed mir gesagt hat? Er sagte mir, dass du endlich ein wenig erwachsen geworden seist. Warum erzählt er dir sowas? Du weißt doch, wie er ist. Er wollte dich loben. Ich habe mich so gefreut, das aus seinem Mund zu hören. Mutter, was ist denn? Ich habe dich doch beim letzten Mal etwas gefragt, warum du so einen Menschen wie Vater geheiratet hast. Ich habe ein wenig darüber nachgedacht, weißt du. Wenn ich es einmal akzeptiert habe, werde ich dich in New Jersey besuchen kommen. Und dann können wir dieses Gespräch fortführen. Was meinst du? Ich warte auf dich, Kyle. Ich beuge mich über das Waschbecken, drehe den Wasserhahn auf. Kaltes Wasser läuft über mein Gesicht und jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich greife nach meinen Sachen und ziehe mich an. Ich sollte mal mit Rachel sprechen.
Guten Tag, Firma Red Crown. Hör, Fräulein, raten Sie mal, wer hier ist. Netter Versuch, Kyle. Ich habe meinen Auftrag erledigt. Du hast das Ding gefunden, ja? Ja, das habe ich. Das Ding und die ganze Wahrheit darüber. Soll ich dir Ad geben? Lass mal gut sein. Ich komme später selbst vorbei. Das kannst du Ad ausrichten. Wird gemacht, Kyle. Also dann. Bis später. Ich sollte Frank erzählen, was gestern noch passiert ist. Ich gehe jetzt zu Franks Wohnung. Ach, macht er das jetzt automatisch? Muss ich jetzt gar nichts mehr tun? Hi, Frank. Was ist denn gestern noch passiert? Haben Sie etwas rausgefunden? Eine ganze Menge, Frank. Deswegen bin ich hier. Und jetzt machen Sie es nicht so spannend halt. Der Juwelenhandel in diesem Hotel fand in einem Geheimzimmer statt. Es gab ein verstecktes Zimmer. Ganz genau. Und dieses Zimmer gibt es immer noch. Und wissen Sie, wo der Eingang zu diesem Zimmer war? In einer versteckten Tür im Fahrstuhl. Das ist ja allerhand. Sie waren also da drin. Was denken Sie denn? Natürlich war ich drin. Und wissen Sie, was ich dort gefunden habe? Etwas, was Sie interessieren könnte. Was zum... Hier bitte. Luft. Das ist ja... Genau, das ist ein Geschäftsbuch mit Details zu allen Transaktionen der Bande. Und hier habe ich etwas, das für Sie von besonderem Interesse sein dürfte. Luft. Das ist ja nicht schlecht, was? Auf diesem Foto sieht man Gil Speck zusammen mit den Obergaunern. Und das ist eine Polizeimarke. Damit bekommen Sie ihn dran, oder? Mr. Hyde. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken soll. Was haben Sie denn plötzlich? Tut mir leid, ich wollte nicht sentimental werden. Frank ist ein Guter. Frank ist echt ein Guter. Wissen Sie, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Hören Sie. Sie haben mir geholfen, diesen Dreckskerl endlich dran zu bekommen. Überlassen Sie den Rest mir. Tun Sie, was Sie tun müssen, Frank. Eine Frage hätte ich allerdings noch an Sie. Was wollen Sie denn wissen? Was machen Sie, wenn Sie Ihre Rache gehabt haben? Wo werden Sie hingehen, Frank? Sorgen Sie sich etwa um meine Zukunft, Mr. Hyde? Es kann sein, dass dann Nile hinter dir her ist, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Naja gut, okay, was wolltest du denn eigentlich auch von so einem alten Sack, der hat sein Leben gelebt, ne? Hören Sie doch auf. Ich werde meinen Kindern ganz sicher nicht hinterherlaufen. Erst bringe ich Hugh Speck zur Strecke und danach werde ich meinen Lebensabend in Idaho verleben. Sagen Sie gerade Idaho? Wundert Sie das? Ein alter Freund hat sich dort eine Ranch gekauft. Er hat mich eingeladen, mit ihm dort zu leben. Und das ist ja süß. Es wird dann so eine Art Altersheim im Grünen, was? Na, wenn es Sie glücklich macht, aber hören Sie, irgendwann schicken Sie mir als Belohnung einen Sack Kartoffeln von dort, ja? Da können Sie lange drauf warten, halt. Also dann. Frank kehrt in sein Zimmer zurück. Irgendwie sieht er glücklich aus. Ja, du willst erstmal Freudensprünge machen. Das wäre auch erledigt. Nun muss ich nur noch eine neue Wohnung finden. Muss ich dafür raus? Mr. Hyde? Wer? Oh, Claire. Guten Morgen, Mr. Hyde. Was haben Sie denn mit dir gemacht, Claire? Du bist hier ganz aus dem Häuschen. Wissen Sie es denn noch nicht? Ich weiß gar nichts. Meine Mutter ist zu Besuch gekommen. Sie ist jetzt alleine mit Papa. Die beiden unterhalten sich wieder. Oh. Ach ja? Toll, oder? Sie sehen richtig glücklich aus. Vielleicht, naja, Sie wissen schon. Hoffen wir das Beste, was? Das habe ich nur Ihnen zu verdanken, Mr. Hyde. Erzähl keinen Quatsch, Claire. Sie haben es meinem Vater doch selbst gesagt, Mr. Hyde.
Sie sagten ihm, dass es für die meisten Paare keinen Weg mehr zurück gibt und dass man seine Chance nutzen soll, wenn man sie hat. Vielleicht habe ich so etwas in der Art gesagt. Claire, wo steckst du denn schon wieder? Ich... Da ist er ja. Hi. Morgen, Sydney. Was ist denn mit Mama? Jetzt hör schon auf, hier rumzuplappern, Claire. Wenn du nicht dabei bist, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Papa, sei einfach so wie immer, ihr kennt euch doch. Aber ich... Du musst nicht zu überstürzen, Papa. Lass das ruhig langsam angehen, ja? Ihr beiden braucht jetzt vor allem etwas Zeit. Claire. Gut, ich gehe schon mal vor. Du kommst aber auch gleich, versprochen? Aber klar doch. Tschüss, Mr. Hyde. Ah. Claire verschwindet im Café. Ist alles nicht so einfach, das kann ich dir sagen. Sydney. Claire hat recht, ihr braucht jetzt vor allem Zeit. Ich weiß. Wird schon schief gehen. Kann ja nur schief gehen, ne? Papa. Das ist Claire. Also bis bald. Sydney geht ins Café zurück. Kann ich hier raus? Muss ich hier raus? Hyde, wer? Ah, Tony. Morgen, Hyde. Was machst du denn schon so früh hier? Und dann noch mit der Gitarre? Arbeiten, Mann. Nun, arbeiten? Mach keine Witze. Kein Witz, ich habe endlich einen Job gefunden, Hyde. Ist nur ein kleiner Club, aber besser als nichts. Hab einen Vertrag für eine ganze Woche bekommen. Nicht schlecht, Tony. Ein Problem habe ich allerdings, Mann. Am letzten Abend soll ich nur eigene Nummern spielen. Aber so viele eigene Lieder habe ich gar nicht. Hast du eine Idee, was ich da machen könnte? Vielleicht ein paar neue Lieder schreiben? Was? Klar doch. Du musst dich nur ein wenig anstrengen, aber du schaffst das. Jemand, der so viel erlebt hat wie du, sollte das doch hinbekommen. Die Themen liegen ja praktisch auf der Straße, oder? Du hast recht, Mann. Ist zwar nicht mehr viel Zeit bis dahin, aber ich schaff das. Was macht eigentlich dein Fuß, Tony? Ach, das war halt so wild. Aber sag mal, hast du denn diesen Stein gefunden? Ach, den Stein. Das hat sich erledigt. Wie meinst du das, Mann? Die ganze Geschichte hat sich als bloßes Gerücht entpuppt. Was, ehrlich? Allerdings waren wir nicht die Einzigen, die dem Gerücht auf den Leim gegangen sind. Dann hat dieser Kerl, der uns angegriffen hat, wohl auch von dem Gerücht gehört. Schätze schon, aber das ist ja jetzt auch egal. Ah ja, wie du meinst. Und ich dachte schon, ich würde mit einem Mal reich werden. Dumm gelaufen, Tony. Er fällt mir ein. Morgen werde ich ein neues Demo-Tape aufnehmen. Hast du denn ein gutes Studio gefunden? Dank der 1000 Dollar von dir war das ja kein Problem. Ach ja. Danke, Mann. Und mit diesem neuen Demo-Band komme ich groß raus. Dein Wort in Gottes Ohr, Tony. Irgendwann halt. Werde ich dir deine 1000 Dollar zurückgeben können. Mit Zins und Zinseszins. Versprochen. Ich weiß nicht, ob ich alt genug werde, um das noch zu erleben. Du bist unglaublich, Hyde. Ich... Ach, da ist ja Mr. Wolf. Lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Naja, man lebt eben. Es trifft sich gut, dass ich Sie hier treffe. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Um was geht es denn? Um Ihre Miete, Mr. Wolf. Wann gedenken Sie denn, Ihre Mietschulden zu begleichen? Entschuldigen Sie, Miss Petrus. Nächste Woche habe ich das Geld bestimmt. Ich werde Sie bezahlen, auf jeden Fall. Das haben Sie schon öfter gesagt. Aber gut. Also bis nächste Woche dann. Ganz ehrlich, sie hat so viel Geduld, ne? Sie ist, also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist ein Miststück. Aber mit ihren Mietern hat sie echt Geduld. Danke, Miss Petrus, Sie sind wirklich zu gütig. Musst du nicht los, Tony? Oh Mann, du hast recht. Also, man sieht sich. Ein merkwürdiger Kerl, aber irgendwie charmant. Ach, finden Sie? Ja, warum? Er hat mir sogar die Augen, in die Augen gesehen heute. Er wirkte irgendwie gelöst. Er wird mir die Miete sicher bezahlen, auch wenn es noch etwas dauert. Ist irgendwas mit ihm passiert, Mr. Hyde? Das gleiche wie mit Ihnen, Miss Petrus. Wie meinen Sie das?
Auch er hatte die ganze Zeit Probleme, ist sich selbst im Weg gestanden. Aber das ist nun vorbei. Von jetzt an wird es bergauf gehen für ihn. Meinen Sie? Miss Petrus. Wissen Sie bereits, was Sie machen werden, wenn Sie hier ausgezogen sind? Noch ist nichts entschieden, Mr. Hyde. Aber vielleicht... Vielleicht sollte ich zu einer längeren Reise aufbrechen. Eine Kreuzfahrt oder so. Um Abstand von den Dingen zu gewinnen, wissen Sie? Was mit Ihnen, Mr. Hyde? Wollen Sie mich vielleicht begleiten? Bedauere, ich hab's nicht so mit Schiffen. Verstehe. Sie sollten sich auch lieber um das Naheliegende kümmern. Was meinen Sie? Ihre neue Wohnung, Mr. Hyde. Oder haben Sie etwa schon eine? Ich muss Sie doch bitten, sich recht bald darum zu kümmern. Sie verstehen sicher, dass ich so kurz vor dem Auszug keine Schere rein möchte. Sind wir uns da einig, Mr. Hyde? Aber klar doch, Miss Petrus. Dann ist ja alles gut. Miss Petrus verabschiedet sich und kehrt in ihre Wohnung zurück. Ich sollte mich ebenfalls aufmachen. Der Pieper meldet sich mal wieder. Nicht so hastig, Rachel. Komm ja schon. Der hat gerade Bargeld weggeworfen. Okay, das war's auch mit Last Window. Ah, schade, dass der Entwickler pleite gegangen ist. Ich hätte gern noch mehr von denen gesehen. GZ, ja, danke schön, Shadow. Ja, Betty hat mir jetzt zum Schluss gar nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, sie hat ja auch gesagt, sie zieht in der Woche aus. Raus. Ja, sind gute Spieler. Kann man nichts sagen. Absolut nicht. Auch wenn es teilweise ein bisschen uneindeutig war. Dylan, verpiss dich, Alter, wenn ich deine Fresse noch einmal sehe. Auch wenn es teilweise nicht ganz eindeutig war. Aber ich meine, mein Gott, die Spiele sind älter. Man wird schon böse an die Hand genommen, manchmal aber auch nicht. Aber das passt schon, alles gut. Sind gute Spiele, haben eine schöne Grafik. Es sind auch total cool gemacht. Ich meine, schaut euch das an. Blättert gerade wie ein Buch. Man hält auch den DS wie ein Buch. Es ist schon, sind schon cool gemacht. Ich hätte, wie gesagt, gerne noch mehr von dem Entwickler gesehen, aber der ging ja leider pleite. Ja. Man wird diese Charaktere wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Schade drum. Aber ja, ich wollte das Spiel sowieso nur beenden und dann, gut, es ist jetzt auch schon wieder fast 3 Stunden Stream, ne? Also ich würde jetzt auch nichts Neues mehr anfangen, wenn euch das recht ist. Ich würde dann morgen... Kann es auch wieder sein, dass sich das Stream verschiebt. Ich glaube, morgen ist Muttertag. Ja. Da hat Rummel irgendwas erzählt. Staff Credits, okay. Jedenfalls hat Rummel irgendwas erzählt. morgen Muttertag, dass wir morgen mal schnell zu meiner Mutter gehen. Wenn ich streame, dann wahrscheinlich auch wieder so gegen Abend. Oder würde ich dann mit Magical Star Science starten? Ich möchte das jetzt nicht so übers Knie brechen, da so jetzt noch anfangen. Ich wollte das beenden und das habe ich jetzt gemacht. Aber gebt euch das, Alter. Das Kapitel hat auch wieder fast 3 Stunden gedauert. Ah, egal. Jedenfalls, wenn morgen Stream, dann auch wieder später. Und ansonsten, ja. Ich guck mal ganz kurz, wer
da ist. Ich denke, es sollten jetzt tatsächlich ein paar Leute zu finden sein. Das brauche ich hier, dann brauche ich hier das. Also ich muss es gerne mal zurückgeben oder so. Nö, nicht, dass ich wüsste. Oh ja. Oh ja, den haben wir noch nie geradet. Den haben wir eindeutig noch nie geradet. Da gehen wir hin. Ich schreib's dir, Rummel. Mach ich gleich. Ach scheiße, ich bin zu blöd zum Schreiben. So. Es geht rüber zu einem Jump'n'Run-Spiel, dass ich zwar auf den Tod nicht aufstehen kann, weil es irre schwer ist, aber es geht rüber zu Yooka-Laylee. Ist an sich ein knuffiges Spiel, also es ist von den Machern, die auch Dings gemacht haben, Banjo-Kazooie und Laylee, die Begleiterin von Yooka, ist eine kleine Fledermaus, mindestens genauso frech wie Kazooie. Und ja, da würde ich euch hinschicken. Satoru Iwata. Ach, da war Executive Producer. Satoru Iwata war Executive Producer. Okay, das ist hart. Das hat gerade leicht gehittet. Satoru Iwata, wer es nicht weiß, war mal CEO von Nintendo gewesen und der ist gestorben vor ein paar Jahren. Seitdem geht es meiner Meinung nach mit Nintendo auch den Berg runter, ganz ehrlich. Das ergibt was? Mr. John Taylor. Frank. Dieses Ergebnis kommt für viele Experten unerwartet. Sein Kontrahent während der Wahl, Hugh Speck, hat ihn soeben den Sieg gratuliert. Speck, der lange äußerte sich dazu gefasst. Das Ergebnis ändert nichts daran, dass ich für Bürger dieser Stadt da sein werde. Wir unterbrechen unsere Sendung für eine Eilmeldung. Laut neuesten Presseberichten wurde im Museum National History New York heute ein seltener und überaus großer Diamant gespendet. Der Spender ist unbekannt. Der Stein stammt ursprünglich aus der Kollektion des französischen Juweliers Chanet, der Los Angeles vor 25 Jahren besucht hat. Zu dieser Zeit wurde der Stein, der den Namen Scarlet Star trägt, gestohlen. Experten sind sich zurzeit uneinig, wie hoch der Wert des Steins zu schätzen ist. Ich wiederhole. Laut neuester Presseberichte wurde im Museum National History New York heute bla bla. Ach, der hat's ein Museum gespendet. Okay. Er hat trotzdem Geld weggeworfen. Gut, das will er auch mit dem Stein. Ich meine, der Stein war dafür, dass er gestorben ist. Ja, und so viele andere Menschen. Ja. Möchtest du sowas in der Wohnung oder möchtest du sowas sein? Ja, gut. Spiel speichern. Ja, bitte. So, jetzt habe ich jetzt zwei durchgespielte Spielstände. Cool. So. Ey, was ist jetzt los? Achso, okay, gut. Epilog und Extra sind nun verfügbar. Pinky, nein. Nein. Ruhe. Gibt's nicht. Lasst mich. So, mit dieser wunderschönen Musik verabschiede ich mich für heute von euch. Verabschiede ich mich erstmal von euch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß noch nicht, wann der Stream startet, aber er wird starten. Und dann starten wir Magical Star Sign. Auch ein gutes Spiel. Und ja. Rummel, würdest du mal bitte? Dankeschön. So, ich wünsche euch viel Spaß bei El Sulfato und Yooka-Laylee. Schlaf später gut und danke für den Stream. Ja, kein Problem. Danke, dass ihr da wart. Auch wenn er heute recht kurz war tatsächlich. Aber wie gesagt, ich wollte nur das Spiel beenden. Außerdem habe ich Zahnschmerzen. Und ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei El Sulfato. Ist auch ein total lieber Kerl. Den haben wir noch nie geradet. 3 Stunden ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ist auch ein ganz, ganz lieber Kerl. Und freut sich bestimmt. Wenn ihr könnt, spammt mein Raid-Emote. Wenn ihr nicht könnt, ist auch okay. Wir müssen mal über einen Hashtag reden.
Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.